Bevor ich anfange, zwei Warnungen. Ich muss euch oder sie gleich vorweg warnen. Erstens, der Titel des Vortrages darf nicht so verstanden werden, dass ich hier die Anwesenden mit Argumenten ausstatten möchte, mit denen sie sich mit den Nazis auseinandersetzen können. Keine Rezepte zur Auseinandersetzung mit Neonazis, das habe ich nicht vor. Stattdessen habe ich vor, die Grundlagen, von denen aus man den Neofaschismus zu kritisieren hat, zu entwickeln. Damit verbinde ich gleich meine zweite Warnung. Das wird erstens eine theoretische Sache sein. Also ich erzähle keine Geschichten, sondern ich erkläre theoretisch, was es auf sich hat mit dem Neofaschismus. Und es wird auch nicht in 20 Minuten zu erledigen sein. Der erste Teil, ich habe fünf Teile. Die Gliederung sage ich gleich, nachdem ich meinen ersten Teil, aus dem sich die anderen Sachen ergeben, sage ich die Gliederung nochmal an. Der erste Teil beschäftigt sich mit der Frage, wie man Neonazis, Neofaschismus nicht kritisieren sollte. Sie wissen, dass am 1. Mai in Bremen ein Nazi-Aufmarsch war, anlässlich eines NPD-Sozialkongresses, zum Tag der Arbeit passend. Und anlässlich dieses Aufmarsches ist in Bremen eine 16-seitige Zeitung erschienen von antifaschistischen Kräften mit Unterstützung von Zeitungen, Bremer Zeitungen, Bremer Radio, Fernsehen und so weiter und so fort, mit der Überschrift Neonazis und wie man sie aufhält. In dieser 16-seitigen Zeitung kann man ja viel unterbringen. Erfährt man über Neonazis Folgendes. Sie sind knallhart und gefährlich, weil sie schlägern. Sie arbeiten mit Hooligans und Hells Angels zusammen. Sie sitzen wegen ihrer Gewalt zum Teil auch auf der Anklagebank. Sie schleichen sich getarnt ins Web. Sie gründen Bands und die Namen der Bands werden genannt. Es wird gezeigt, wie ihre Führer aussehen, woher sie kommen und auch einiges mehr. Und außerdem, dass sie CDs verteilen mit Hetzparolen und Liedern auf Schulhöfen vor allen Dingen. Und die Bremer Bildungsbehörde hat auch dann passend dazu gleich gesagt, diese CDs werden sofort eingesammelt, die sind in der Schulleitung abzugeben. Eine Auseinandersetzung mit denen findet nicht statt. Wer in dieser Zeitung also etwas über die politische Zielsetzung und die politische Programmatik der NPD erfahren will, wer etwas über ihre Sozialpolitik, sie haben ja immerhin einen Kongress darüber veranstaltet, lesen will, wer sich darüber kundig machen will, warum sie denn nun so gefährlich sind, wie die Überschrift heißt, der findet mit Ausnahme eines einzigen Hinweises im Editorial nichts. In der ganzen übrigen Zeitung findet keine politische Auseinandersetzung mit dem politischen System, mit der politischen Programmatik der NPD statt. Die Ausnahme lese ich mal vor. Die Ausnahme lautet: Rechtsextremisten sind erklärte Feinde der Demokratie. Und sie sind besonders heimtückische Feinde, weil sie die demokratischen Freiheiten für ihre verfassungsfeindlichen Zwecke missbrauchen. Eine sehr matte Form der Auseinandersetzung. Worin nun ihre Feindschaft zur Demokratie besteht, erfährt man nicht. Was sie gegen Meinungsfreiheit, was sie gegen Wahlrecht haben, Fehlanzeige. Ihre besondere Heimtücke wird benannt und die besondere Heimtücke besteht darin, dass sie sich glatt an die demokratischen Spielregeln halten, von denen sie doch sagen, sie mögen sie nicht. Diese Sorte Auseinandersetzung in Anführungszeichen mit dem Neofaschismus ist typisch für die Art und Weise, wie innerhalb der bürgerlichen Antifa-Szene, wie innerhalb der Wissenschaft, wie innerhalb der Schule und so weiter, in der Öffentlichkeit, man sich mit Nazis auseinandersetzt. Erstes Argument, undemokratisch bis antidemokratisch.
Was ist eigentlich damit gesagt? Damit erfahre ich eigentlich über die Neonazis nichts anderes, als dass sie nicht demokratisch sind. Dass sie Kritiker bis Feinde, Gegner von Demokratie sind. Das hat mit Kritik des Neofaschismus überhaupt nichts zu tun. Weil sie werden nur blamiert, dadurch, dass gesagt wird, sie sind das andere nicht. Sie sind nicht für Demokratie. Was ich erfahre durch diese negative Blamage, ist nichts anderes, als dass diejenigen, die so einen Text schreiben, schwer für Demokratie sind. Übrigens sagen die auch nicht, warum sie für Demokratie sind. Das halten sie offensichtlich für ebenso selbstverständlich, wie sie es für selbstverständlich halten, dass man über den Neofaschismus nichts anderes sagen muss, als dass er nicht demokratisch ist. Man soll sich mal vorstellen, da kommt irgendein Mensch, der mit der ganzen Szene nicht vertraut ist, von mir aus vom Mars hier runter und liest so einen Satz. Der kriegt Folgendes mit. Aha, da gibt es zwei politische Gruppierungen, die sind sich nicht grün. Die einen nennen sich Faschisten und die haben was gegen die Demokratie. Die anderen nennen sich Demokraten, haben was gegen Faschismus. Ich weiß nichts. Ich weiß nicht, was die Demokratie lobenswert machen soll und ich weiß nicht, was die Demokratie vom Standpunkt der Faschismus kritikabel machen soll und umgekehrt. Nichts. Diese negative Bestimmung, nicht demokratisch, lässt alles offen, was eigentlich zu klären wäre. Warum sind die Faschisten und wie sind sie gegen Demokratie? Und umgekehrt natürlich auch, was soll man eigentlich an der Demokratie so schätzen? Ich halte das für eine politisch-moralische Denunziation des Faschismus, aber keine Kritik. Politisch-moralische Denunziation als Kritikersatz, der richtig darauf hinausläuft, Nichtbefassung. Nichtbefassung. Die Botschaft heißt Nichtbefassung. Wo man sich daraus auseinandersetzen muss mit diesen Brüdern, heißt das erste Urteil Nichtbefassung. Deswegen ist es auch kein Wunder, dass die zweite Abteilung, in der hierzulande man sich mit den Neonazis befasst, richtig systematisch da anschließt. Das kennt ihr, das kennen Sie alle, das sind diese Hochglanzbroschüren vom Verfassungsschutz, von der Landes- und Bundeszentrale für politische Bildung, von den Gewerkschaften habe ich auch so einen Stapel und so weiter und so fort, wo gezeigt wird, woran man Neonazis erkennt. Da werden ihre Zahlencodes dekodiert, das kennt ihr, 88 und 18, da werden ihre Runen dekodiert, da gibt es Steckbriefe von ihren Führern und so weiter und so fort. Woran man Neonazis erkennt, was ist das eigentlich für eine Tour? Mit Kritik hat das auch nichts zu tun. Das ist Identifikation, das ist Steckbriefpolitik als Kritikersatz und sonst nichts. Das ist eine Art der Auseinandersetzung, die offensichtlich davon lebt, dass deutsche Jugendliche oder wer auch immer, an wen das verteilt wird, deutsche Jugendliche, sich sofort von Neofaschisten abwenden würden, wenn sie sie nur erkennen könnten. Als ob die Neofaschisten sich verkleiden. Die wollen nicht zum Karneval, die statten sich so aus, dass sie jeder, mit diesen Codes und so weiter, dass sie jedermann, wenn sie sich denn noch so präsentieren, jedermann sofort als Skins, als Neofaschisten erkennt. Das weiß man doch. Also, die Verfassungshüter, die mit solchen Dekodierungs-Identifikationsbroschüren in die Schulhöfe und sonst wo hingehen, gehen also offensichtlich davon aus, dass bei der politischen Jugend Neofaschisten ohnehin nicht ankommen. Das ist der Ausgangspunkt. Und dass man ihnen bloß sagen muss, hier, so sehen sie aus. Da kaufen sie ihre Klamotten. Das ist ihre Mucke und so weiter. Und schon wäre ganz klar, sie würden sich sofort von denen abwenden. Das ist aber eine komische Geschichte. Denn wenn das unterstellt ist, die sind sozusagen von der Schule oder in der Wolle gewirbte Antifaschisten, ja, dann bräuchten die Neofaschisten doch bloß das Maul aufmachen und schon wüssten die Jugendlichen, das sind Faschisten, mit denen muss man sich nicht beschäftigen. Die ganze Sache hat also einen ziemlichen Haken, einen ziemlichen Widerspruch.
Wieso dekodieren, wieso sagen, so sehen sie aus, wenn doch zugleich unterstellt wird, die Jugend ist in der Schule zum Antifaschismus erzogen worden, was im Übrigen nicht stimmt. Dafür habe ich ein dickes Buch geschrieben, denn das nachweist, dass das einfach nicht der Fall ist. Die dritte Abteilung der öffentlichen demokratischen Befassung mit dem Faschismus. Erste Abteilung war Denunziation als Kritikersatz. Die zweite Abteilung war Identifikation als Kritikersatz. Die dritte Abteilung, ja, die geht so. Das ist ganz klar. Wer zu diesen undemokratischen Gedanken greift, der ist, ich zitiere, verwirrt, irregeleitet, dumm, dumpf, vielfach aus dem Asi-Milieu stammend, ich zitiere weiter, braune Pest heißt es da, rechtes Gesocks, woher so ein Vokabular kommt, weiß man. Das sind Charakteristiken. Die haben natürlich auch nichts mit einer inhaltlichen Befassung zu tun. Das sind Urteile über die Menschen und ihren Geisteszustand. Und über den Geisteszustand wird gesagt, die sind verwirrt, die sind im Prinzip unzurechnungsfähig, eigentlich krank. Und was muss man mit verwirrten, eigentlich kranken Menschen machen? Ja klar, die muss man einsperren. Die muss man wegsperren. Schon wieder wegsperren, aus dem Verkehr ziehen, anstelle von Kritik. Also, das sind so die drei Hauptabteilungen, mit denen sich in der demokratischen Öffentlichkeit rumgeschlagen wird mit dem Faschismus. Das hat mit Kritik, mit einer Auseinandersetzung, mit der Programmatik von denen nichts zu tun. Ich habe neulich in Hannover eine Debatte gehabt über dasselbe Thema. Da bin ich nachher mit Antifas ins Gespräch gekommen und habe die gefragt, habt ihr eigentlich jemals ein NPD-Programm gelesen? Nö, wissen wir nicht. Wieso denn? Das sind nur Faschisten. Lesen wir nicht. Warum? Warum diese Sorte Nichtkritik die Auseinandersetzung beherrscht, die öffentliche Auseinandersetzung beherrscht mit den Faschisten? Das ist eine gute Frage. Ich habe eine These. Die These wird im Laufe des Vortrages erläutert werden und belegt werden. Meine These heißt, wenn Demokraten den Faschismus zu Ende kritisieren würden und nicht immer nur auf Holocaust und Euthanasie verweisen würden, sondern das gesamte politische Programm sich mal vornehmen, gerade auch das Neue, der NPD, wenn sie das kritisieren würden, dann würde diese Kritik ihnen auf ihre eigenen Füße zurückfallen. Dann würden sie nämlich entdecken, dass große Teile dessen, was da drin steht, ihnen sehr bekannt ist. Dann müssten sie im Prinzip große Teile ihrer eigenen Politik gleich mitkritisieren. Das ist meine Behauptung und ich werde sie einlösen. Ich will aber noch ganz kurz darüber sagen, dass die Antifa in der Auseinandersetzung mit dem Neofaschismus eigentlich die Sache nicht besser macht. Ich mache mal, weil einige Antifas ja hier sind und sie mich auch eingeladen haben, eine kleine Klammerbemerkung zu der Redeweise von den Antifas. Ich weiß auch, ich habe mich ja jahrzehntelang in der Szene rumgetrieben, treibt mich immer noch rum, dass es einerseits die Antifas natürlich gibt. Sie haben was Gemeinsames, deswegen nennen sie sich ja auch so. Die Gemeinsamkeit aller Antifas ist, dass sie als Zentrum ihrer Politik den Kampf gegen die Neonazis, Zentrum ihrer Politik. Das ist allen Antifas gemeinsam. Und darunter gibt es eine Fülle von verschiedenen. Es gibt im Augenblick sogar eine heftige Debatte innerhalb der Antifa. Die sagten, wir müssen damit eigentlich aufhören, das taugt alles nichts, Kampf gegen den Kapitalismus ist das einzig Wahre. So, das ist meine Klammer. Also wenn ich von den Antifas rede und sie kritisiere, sind immer nur diejenigen gemeint, die ich gerade kritisiert habe und nicht die, die ich nicht kritisiert habe. So einfach ist das. Die zentrale Parole, mit der Antifas auf die Straße gehen, heißt, Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen. So, das mit der Meinung stimmt. Eine beliebige, subjektive Meinung ist das, was die vertreten, das, was die programmatisch wollen, wirklich nicht. Sondern es ist ein politisches Programm, das für eine ganze Staatsräson, nämlich für die faschistische Staatsräson, geht. Aber die wird in der Parole, sofern es überhaupt in so einer Parole geht, das weiß ich, dass es schwierig ist, gar nicht angegriffen.
Sie muss aber auch gar nicht angegriffen werden, sagen die Antifas, weil der Faschismus ist ja ein Verbrechen. Ist ja ein Verbrechen. Was ist denn eigentlich damit gesagt? Das sind Verbrecher. Was ist denn damit gesagt? Erstens ist damit gesagt worden, das sind Rechtsverletzer. Das sind Verbrecher, die vergehen sich am Recht. Gut, das ist eine Sache für den Staat, da muss man sich eigentlich gar nicht einmischen. Der weiß schon, was er machen muss, wenn die gegen die Gesetze verstoßen. Aber es ist noch was anderes. Wer sagt Verbrecher, sagt auch gleich, mit denen muss man sich nicht befassen. Das ist die Antifa-Ausgrenzungstour. Das ist auch der Antifa-Beschluss, sich inhaltlich nicht mit der Programmatik weiter zu befassen. Das ist der Ruf nach der Staatsgewalt. Verbrecher, ja. Das ist eine Frage des Rechts und des staatlichen Gewaltmonopols, mit denen fertig zu werden. Deswegen gibt es auch immer wieder Antifas, die des Verbots, die den Verbotsanträgen zustimmen und das Verbot durch den Staat fordern, was der ja sowieso bei den neofaschistischen Kameradschaften immer schon eifrig macht. Das ist insofern, finde ich das immer mal so unter den Antifas gesagt, so ärgerlich, weil diese Zustimmung zu dem Verbotsbegehren, das es in einigen bürgerlichen Parteien ja gibt, ein Verbotsantrag ist ja schon gescheitert, aus Gründen, die ich hier nicht ansprechen möchte, das ist deswegen so ärgerlich, weil man doch selbst immer dann, wenn man sich aufstellt gegen die Antifas oder gegen irgendwas anderes im Kapitalismus, es mit der Staatsgewalt zu tun kriegt. Man weiß doch, die ist gar nicht der eigene Freund, sondern der ist doch einer, der mit Gewalt die eigenen Anliegen auch unterdrückt. Und ausgerechnet die wird gerufen zum praktischen Kronzeugen gegen die Faschisten, gegen die Gegner gemacht. Das finde ich falsch. Und eine zweite Sache will ich noch aus der Befassung der Antifas mit den Neofaschisten sagen. Es ist seit einigen Jahren sind die Antifas damit konfrontiert, dass die Faschisten, die Neofaschisten, mit antikapitalistischen Parolen auftreten. Mit richtigen, harten antikapitalistischen Parolen, wo man sich erstmal die Augen reibt und fragt, was ist denn da eigentlich los? Parolen auch gegen die Globalisierung und so weiter. Ich meine, spätestens da müssten sich doch die Antifas zusammensetzen und sagen, das kann doch nicht sein. Was ist denn da eigentlich los? Wir sind doch eigentlich als Antifas immer auch so ein bisschen auf dem Weg, was gegen den Kapitalismus zu haben. Und jetzt kommen unsere Feinde, unsere Gegner mit antikapitalistischen Parolen. Was meinen die denn damit? Was wollen die denn damit? Nichts. Nichtbefassung mit ganz wenigen Ausnahmen, die ich gelesen habe und deren Erklärung ich falsch finde, gibt es dazu. Die durchgesetzte Befassung mit dem Antikapitalismus der Neofaschisten heißt, die haben Kreide gefressen. Das sind Wölfe im Schafspelz. Ich zitiere aus einer Gewerkschaftsbroschüre. Antifas sagen, die wollen bloß bei den Linken abstauben. Da wird der Antikapitalismus nur als agitatorischer Trick einsortiert. Das kann doch gar nicht sein. Diese Verbrecher, die können doch keine Antikapitalisten sein. Und weil nicht sein darf, was nicht sein kann, oder umgekehrt, ist es klar, mit denen muss man sich nicht befassen. Der Frage muss man nicht nachgehen, was eigentlich der Gehalt ihres Antikapitalismus ist. Anstelle dieser Befassung, dieser Klärung, man will sich ja auch von denen absetzen. Nein, das ist rechte antikapitalistische Kritik und nicht die, die wir haben. Wäre es erst recht notwendig, heißt es Warnung vor Trickbetrügern. Warnung für Trickbetrügern als Kritikersatz. Übrigens, der Vorwurf, Kreide gefressen, Wölfe im Schafsfels, ist natürlich albern. Man stelle sich mal vor, die Faschisten würden wirklich für die faschistische Sache mit Parolen der entgegengesetzten Parteilichkeit, der Linken werben. Ja, mögen vielleicht einige drauf reinfallen, aber bei der ersten Versammlung der NPD ist klar, die haben sich verirrt. Das ist doch absurd.
Werbung mit dem Gegenteil der eigenen Programmatik für die eigene Sache macht keine Partei. Also das widerlegt sich schon vom Ausgangspunkt her. So, also auch da muss ich sagen, bin ich ausgesprochen unglücklich mit der Befassung mit dem Neofaschismus bei den Antifas. Wie gesagt, es gibt auch welche, die machen das. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, heißt auch hier, ist das Zufall oder nicht? Und ich meine, auch hier ist es kein Zufall, dass diese Sorte Nichtbefassung, diese Sorte Kritikersatz an die Stelle der kritischen Auseinandersetzung mit dem Neofaschismus tritt. Ich meine nämlich, dass wenn die Antifas tatsächlich den Faschismus in seinem Prinzip kritisieren würden, würden sie darauf stoßen, dass ihre politische Priorität, Faschismus muss weg, nicht stimmt. Eine falsche politische Priorität ist. Das ist das Zweite, was ich nachweisen werde. Ich mache also, tut mir leid, aber ich bin ja nun eingeladen worden, einen ziemlichen Angriff auf das, was immer noch Selbstverständnis der Antifa ist. Die Punkte, das war mein erster Punkt, wie man sie nicht kritisieren sollte. Die Punkte, die ich jetzt habe, heißen, ja, wie kritisiert man sie denn? Mein zweiter Punkt. Und die Frage, wie kritisiert man sie denn, will ich mal aufziehen, indem ich nachweise, dass wer die Demokratie richtig kritisiert, damit den Faschismus schon zur Hälfte kritisiert hat. Oder umgekehrt, wer den Faschismus kritisiert, ziemlich vieles von dem, was selbstverständliche Grundlagen der Demokratie sind, mitkritisiert hat. Also ich werde in meinem Hauptteil Differenzen und Identitäten zwischen demokratischer Staatsräson und faschistischer entwickeln. Mein dritter Teil, also erstens, was sie eint und was sie trennt, ist mein dritter Teil. Mein vierter Teil wird dann sein, was haben eigentlich Faschisten gegen den Kapitalismus? Was ist eigentlich der Witz am rechten Antikapitalismus? Und der letzte Punkt, der fünfte Punkt, ist dann der falsche politische Kampf der Antifa. So, jetzt fange ich mal an. Ich fange mal an mit einem kleinen Rätsel. Von wem stammen folgende beiden Sprüche? Folgende beiden Sätze oder Botschaften oder Parolen. Der erste Satz heißt, Gemeinnutz geht vor Eigennutz. Von wem stammt der? Und der zweite heißt, frage nicht, was der Staat für dich, sondern frage, was du für deinen Staat tun kannst. Das sind sachlich, dem Inhalt nach, identische Sätze. Beide Sätze sagen, du hast deine Interessen hinter dem großen Ganzen des Staates, des Gemeinwesens zurückzustellen. Die meisten werden wahrscheinlich wissen, von wem die Sätze stammen. Der erste Satz stammt von Hitler. Der hat die sogar auf irgendeine Münze hinten drauf gemacht, die sie damals geprägt haben. Und der zweite, frage nicht, was der Staat für dich, stammt von Kennedy, dem Erzdemokraten Kennedy. Also ein Faschist und ein Demokrat treten vor ihr Volk und verkünden Parolen, die dem Gehalt nach erstmal identisch sind. Denke nicht immer nur an dich, denke an das Gemeinwesen, an das große Ganze, das Allgemeinwohl, leiste Dienst am großen Ganzen, bringe auch schon mal Opfer für das große Ganze. Das ist in diesen beiden Parolen sachidentisch, auf Differenzen komme ich, sachlogisch identisch, Kritik an privater Interessenverfolgung im Namen des Gemeinwesens. Allerdings, verlangen damit beide Systeme von ihren Bürgern, wenn sie das umsetzen, und ich behaupte, sie tun es, einiges an Härten ab. Den Bürgern einiges an Härten ab. Eure Interessen habt ihr zurückzustellen. Das, was ihr wollt, ist nicht so wichtig.
Ihr seid nicht auf der Welt, lebt nicht in dieser Gesellschaft, etwa um euer Wohl zu verfolgen. Bildet euch so eine Schwachheit nicht ein. Wir, jetzt beide zusammen, Demokraten und Faschisten, legen Wert darauf und sorgen dafür, dass das politische Interesse des Gemeinwesens, der Gemeinnutz, vor eurem Interesse, dem Eigennutz zur Durchsetzung kommt. Und das heißt, euer Leben, die Verfolgung eurer Interessen, was euch so rumtreibt in dieser Gesellschaft, geht ohne Opfer, die empfindliche Beeinträchtigung einschließend für das, was ihr wollt in dieser Gesellschaft, nicht ab. Das heißt, beide Systeme machen mit dieser Ankündigung einen Gegensatz zu den Menschen aus, die ihr jeweiliges Staatsvolk ausmachen. Und es ist ihnen damit bitter ernst, wie man übrigens weiß. In der Demokratie kennt man diese Sorte Angriff auf das Interesse der Bürger. Beispielsweise in den letzten Jahren gibt es wunderbare Zitate von der Gewerkschaft, die ich jetzt mal positiv zitiere, wo die Gewerkschaften sich schwer beschweren über die Kritik an Sozialstaatsmaßnahmen, das seien ja alles Sozialschmarotzer. Das ist ein Angriff aufs Interesse, der Standpunkt Sozialschmarotzer. Arbeitslosen würden ja bloß in der Hängematte vorne rumliegen, armen Schweine, die rausgeschmissen worden sind. Lohnforderungen, das sei doch ein einziger Angriff auf Konjunktur, auf die jeweilige Konjunktur. So werden in der Öffentlichkeit Interessen von Leuten mit Arbeit und ohne Arbeit desavouiert, kritisiert. Das ist die demokratisch bekannte Form der Kritik des Privatinteresses, des Eigennutzes im Namen des Gemeinwesens. Man kennt es übrigens auch oben, ne? Gierige Manager, Steuerbetrüger und so weiter. Das ist derselbe Maßstab, der da zur Anwendung kommt. Im Faschismus sowieso. Faschismus, da wird Arbeit nicht als notwendige Quelle für ein bisschen Verdienst genommen, sondern als Ehrendienst, als Ehren. Da soll man sein Interesse vergessen, wenn man arbeitet. Es ist eine Ehre zu arbeiten. Wehrdienst, genau dasselbe. Gewerkschaftsverbot ist der faschistische Inbegriff des Angriffs auf das Lohninteresse. Und so weiter und so fort. Also damit ist ernst. Wird ernst gemeint. Damit ist ernst gemacht in beiden Abteilungen von bürgerlicher Herrschaft. Natürlich kommt diese Parole nicht daher, das ist jetzt wichtig, als ihr Volk seid nur fürs Opfern da. Auf eure Interessen und Anliegen und Bedürfnisse pfeifen wir generell. Nein, so hart kommt es nicht daher. Beide Systeme vergessen nie zu erwähnen, an diesen jeweiligen Satz noch was ranzuhängen. Und das heißt denn, ja, Opfer müssen schon sein, aber Opfer fürs Gemeinwesen, Opfer fürs Allgemeinwohl. Letztlich habt ihr, Volk, dann doch wiederum was davon. Letztlich soll euch das zugutekommen. Das Gemeinwesen heißt es dann gerade demokratisch, das seid doch ihr. Deswegen jede Beeinträchtigung eures materiellen Interesses, jede Beschränkung eures Eigennutzes, euer Schaden nicht sein soll. Allerdings, diese Fortsetzung der Botschaft, der Anfang heißt Gemeinnutz vor Eigennutz, die Fortsetzung heißt, das soll euer Schaden nicht sein. Die Fortsetzung der Botschaft, diese Vorstellung, letztlich würde das alles doch harmonisch aufgehen. Würde sich der Nutzen aller im Gemeinwesen zusammenfassen, der kann irgendwie nicht hinhauen. Der kann nicht hinhauen, wenn man diesen Spruch Gemeinnutz kommt vor Eigennutz sich mal anschaut. Die Logik dieses Spruches ist nämlich absurd. Wenn jedes private Interesse im Allgemeininteresse aufgehoben wäre, da müsste doch von Privaten keine Opfer verlangt werden. Da müsste doch ihr Nutzen nicht durch Schaden gesichert sein. Da wäre doch ihr Nutzen im Allgemeinwohl bereits drin. Deswegen meine ich,
muss man klar machen, der Nutzen aller addiert sich eben nicht zu einem gemeinsamen, zu einem Gesamtunternehmen namens Staat auf. Wenn von den Privaten Opfer verlangt werden, dann fallen das Interesse des Gemeinwesens und das Interesse der Privatmenschen eben nicht zusammen, sondern auseinander, bilden einen Gegensatz. Wenn der versprochene Nutzen, denn nämlich die Opfer ausgleichen würde, also ihr habt was davon, wenn der versprochene Nutzen die Opfer ausgleichen würde, dann bräuchte man sie nicht. Wäre ja albern. Erst nimmt man denen was weg und nachher gibt man es ihnen wieder zurück. Ja, fürchterlicher Umweg. Absurd. Das kann nicht sein. Übrigens, das nur mal nebenbei gesagt, diese Ankündigung, Gemeinnutz geht vor Eigennutz, gilt erstmal, und es wird dann nachher noch deutlicher werden, für alle Bürger. Es gilt für Arbeiter, das gilt für Hausbesitzer, für Fabrikbesitzer und so weiter und so fort. Die Frage, die sich jetzt stellt, das ist ja die Auflösung des Rätsels. Warum scheint es beim Faschismus von vornherein einleuchtend zu sein, so ein Spruch, Gemeinnutz geht vor Eigennutz. In manchen Schulbüchern ist diese Münze auch abgebildet mit dem Spruch hinten drum. Bei Demokraten aber nicht. Es liegt daran, dass das Prinzip Gemeinnutz geht vor Eigennutz das politische Programm des Faschismus tatsächlich beherrscht. Es ist der Obersatz der politischen Raison des faschistischen politischen Programms und der setzt es auch mit Zwang durch, was ich nachher noch zeigen werde. Zentrales Prinzip, übrigens nochmal deutlich, nochmal zugespitzt in dem Satz, du bist nichts, dein Staat ist alles, das kennt man. Das ist die politische Zuspitzung dieser ganzen Sache. In der Demokratie ist dasselbe Prinzip anders eingeordnet. Da ist es nicht das oberste Prinzip, sondern da ist es dieses Prinzip, Gemeinnutz geht vor Eigennutz oder in der Kennedy-Fassung, Teil der Organisation des Zusammenhangs von Volk und Staatsinteresse, das zunächst mal das Volk gar nicht mit dieser Parole belämmert, sondern mit einer ganz anderen Parole, die jedermann lernt, in der Familie, in der Schule und so weiter und so fort, und die zunächst das glatte Gegenteil zu sein scheint, wie die Kritik des Privatinteresses im Namen des Gemeinwesens. Die Parole, mit der der Demokratstaat immer anfängt, seine Leute zu überzeugen, heißt, du bist deines Glückes Schmied. Das ist die erzdemokratische Parole. Das muss man mal festhalten. Also die Aufforderung ans private Interesse, es mit seiner eigenen Anstrengung zu was zu bringen. Es gilt also, muss man festhalten, in der Demokratie sowohl die Affirmation, die Bestätigung des Privatinteresses im Namen des Bürgerinteresses, als auch die Umkehrung. Die Bestätigung, die Freisetzung des Privatmaterialismus, du hast es selbst in der Hand, etwas aus dir zu machen, du musst dich nur ordentlich anstrengen und so weiter und so fort. Allerdings, diese Parole sollte man sich etwas genauer anschauen. Diese Parole enthält nicht nur eine Reihe von Ideologien, sondern diese Parole sagt bei genauerer Betrachtung auch einiges aus über die Bedingungen, unter denen sie hierzulande überhaupt nur verfolgt werden kann. Ich will es mal zeigen. Du bist deines Glückes Schmied. Geht weiter. Er ist seines Glückes Schmied. Sie ist ihres Glückes Schmied. Jeder ist immer nur seines eigenen Glückes Schmied. Jeder hat immer nur sein Glück im Auge. So gesehen setzt sich diese erzdemokratische Vorstellung, jeder guckt immer nur auf seins, ab von ganz anderen Vorstellungen, wie man Interessen verfolgen könnte. Zum Beispiel richtig diametral ab von nur gemeinsam sind wir stark. Nein, du bist deines Glückes Schmied, heißt jeder ist seines, für sich Glückes Schmied. Oder setzt sich ab, tun wir uns doch zusammen,
wenn wir die gleichen Bedürfnisse haben, wenn wir die gleichen Lebensvorstellungen haben und verfolgen arbeitsteilig gemeinsam unsere Interessen. Nein, du bist deines Glückes Schmied, diese Parole, die man so toll finden soll, ist die Absage an diese vernünftigen Formen der Organisation des Interesses. Aber es gibt stattdessen gleich Auskunft über das Verfahren, über das Prinzip, mit dem man im Kapitalismus überhaupt nur hierzulande also seine Interessen verfolgen kann. Das Prinzip, der Weg, auf dem man das überhaupt nur kann, heißt Konkurrenz. Du bist deines, er ist seines und jeder muss für sich dafür sorgen, dass er was kriegt und alles immer schön gegeneinander. Der Eigennutz wird also in der Demokratie nicht zunächst mal negiert, haltet euch zurück, sondern er wird freigesetzt. Ihr dürft. Und zugleich mit der Freisetzung auf einen einzigen Weg verwiesen, auf einen einzigen Weg seiner Verfolgung verwiesen, nämlich auf die Konkurrenz. Und das heißt, wenn jeder auf das Seine schaut, für sich sein Glück sucht, dann heißt das immer, gegen die anderen, die dasselbe wollen, sein Glück zu suchen. Gegen die anderen sein Interesse durchzusetzen. Glück, Erfolg, Interesse, Bedürfnis, Eigennutz geht im Kapitalismus verrückterweise, und das ist das Prinzip von Konkurrenz, immer nur so, dass diejenigen, die dasselbe wollen, sei es in der Schule, auf dem Markt, auf dem Arbeitsmarkt, im Betrieb, das immer nur gegeneinander durchsetzen können. Eine ganz verrückte Sache. In der Schule wollen alle gute Noten haben, auf dem Arbeitsmarkt wollen alle einen Arbeitsplatz haben, einen möglichst günstigen. Im Betrieb wollen alle dafür sorgen, dass sie möglichst wenig arbeiten, Geld kriegen und ihren Arbeitsplatz erhalten. Und immer wird das organisiert im Kapitalismus als Konkurrenz, als Gegeneinander, wo von vornherein klar ist, es gibt Sieger und Verlierer. Die anwesenden Schüler und Studierenden, Schülerinnen und Studierenden, denen ist das klar. Ab der 4. Klasse ist sortiert worden. Alle wollen möglichst es mal besser haben als die Eltern, also Gymnasialabschluss und so weiter. Was passiert nach der 4. Klasse, ist sortiert. 40% Weiterbildende und 70% auf die Restschulen. Es bleibt also im Kapitalismus mit diesem Glücksversprechen den Leuten gar nichts anderes übrig, als sich mit seinem Interesse gegen das andere Interesse in der Konkurrenz durchzusetzen. Bleibt nichts anderes übrig, als die eigenen Interessen immer als Gegensatz zu den identischen Interessen der Konkurrenten zu begreifen. Ich will das nochmal zeigen. In der Schule habe ich das ja eben gesagt. In der Schule geht es so zu. Alle wollen in der Regel einen guten Abschluss haben, möglichst wenig lernen dafür, einen guten Abschluss haben. Die Art und Weise, wie das gemacht wird, heißt aber, von vornherein ist klar, ist bildungspolitisch vorentschieden, dass es nicht alle werden sollen. Von vornherein ist bildungspolitisch klar, ca. 40%, früher waren es mal nur 15%, sollen das Gymnasium besuchen und dann nachher studieren. Der große Rest aber nicht. Ich will gar nicht darüber reden, warum das so ist. Es ist also außerhalb der Konkurrenz vorentschieden, dass die Schüler in der Konkurrenz gegeneinander durchsetzen, wer zu den Verlierern und wer zu den Siegern gehört. Das müssen sie machen, auch wenn sie es nicht wollen, weil so ist das Lernen organisiert. Auf dem Arbeitsmarkt genauso. 5.000 Menschen bewerben sich auf eine Stelle oder bewerben sich auf 10 Stellen. Da ist außerhalb der Konkurrenz schon klar, dass nur ein geringer Teil überhaupt diesen Arbeitsplatz kriegen kann. Alle wollen dasselbe, die wollen einen Arbeitsplatz haben. Auf die Idee, sich zusammenzutun, den Betrieb zu übernehmen und zu sagen, wir pfeifen auf das Kapital, wir machen die Sache selbst und teilen die Arbeit schön auf, kommt man nicht, obwohl es der vernünftige Schluss wäre, sondern munter in der Konkurrenz gegeneinander mit Personalbewerbungen, 5, 10 pro Woche und so weiter und so fort, mit allen möglichen Tricks sagen sie, ich muss den Arbeitsplatz kriegen und nicht der, der ihn auch will, der dasselbe will. Verrückt ist das. Verrückt ist das.
Übrigens, nochmal so, diejenigen, die ein bisschen älter sind hier, Arbeiterbewegung, wo wirklich Gewerkschaften und politische Parteien, von mir aus Sozialisten, Kommunisten, in der Weimarer Republik noch gesagt haben, diesen Konkurrenzscheiß machen wir nicht mit. Wir organisieren uns neben der Konkurrenz und gegen sie, als Partei, als Gewerkschaft. Wenn da irgendeiner in der Weimarer Republik angekommen wäre und gesagt, Kolleginnen und Kollegen, ich bin ganz anderer Auffassung, jeder ist doch seines eigenen Glückes Schmied, den hätten sie rausgeschmissen. Den hätten sie hochkant rausgeschmissen, als einen, der politisch die Grundlagen ihrer eigenen Organisation gegen Konkurrenz in Frage stellt. So, also man kann dieser Botschaft erstens entnehmen, sie ist die Verpflichtung auf das Verfahren, was hier allein nur gelten soll, Konkurrenz. Man kann aber der Parole noch ein bisschen mehr entnehmen. Ich habe gesagt, das Lob, was damit einhergeht, ist getürkt. Drei Lügen, drei Ideologien stecken drin in der Botschaft. Erstens, das habe ich gerade am Beispiel der Schule schon mal erzählt. Erstens hängt der individuelle Erfolg, der hängt überhaupt nicht an der eigenen Anstrengung. Das stimmt nicht. Wie gesagt, wenn sich alle gleichermaßen anstrengen würden, es ist doch längst vorentschieden, dass bei gleicher Anstrengung sowieso nicht alle das Abitur machen können oder alle einen Arbeitsplatz kriegen würden, weil eben von vornherein außerhalb der Konkurrenz längst entschieden ist. Nur 40% sollen das Gymnasium besuchen und die Arbeitsplätze werden so verteilt, wie die Nachfrage ist und sonst nicht. Also, von wegen, es hängt an eurem Erfolg. Lasst euch als Schüler und Studenten das nicht aufreden. Die individuelle Leistung wird, das weiß man ja auch an den Zensuren, immer relativiert an der Leistung aller anderen. Mir ist es mal passiert, als ich noch zur Schule ging, da war ich Mathe, stand ich so zwischen 5 minus und 6. Und dann wurde die Klasse geteilt in der Mitte der Mathe-Note, weil wir zu viel waren. Und ich war in der Klasse nachher, wo die Mathe 3 minus bis 5 minus sah. Ihr glaubt es nicht, ich habe aber nachher nur noch 3 und 2 eingeschrieben. Weil meine Leistung sich an der Leistung der Klasse relativierte. Da war ich auf einmal besser, obwohl ich in Mathe nichts mehr kapiert hatte. So geht es zu. So geht es zu. Das ist die erste, das ist die Konkurrenzlüge. Man hätte es mit seiner eigenen Anstrengung in der Hand. Nein, die Ziele und Zwecke der Konkurrenz sind außerhalb der Konkurrenz vorgegeben. Und an denen arbeiten sich die Konkurrenzsubjekte dann gegeneinander ab. Die zweite Lüge. Was hat es eigentlich mit dem Glück auf sich? Was hat es mit dem Glück auf sich? Glück ist nicht möglichst wenig Arbeit, aber wenn schon Arbeit, dann Herstellungen von Gütern zur Bedürfnisbefriedigung. Die soll im Zentrum des Lebens stehen, eines Lebens, das ich mit Gleichgesinnten verbringen will. Nichts da. Das ist hierzulande nicht Glück. Glück ist vorgeschrieben. Glück ist vordefiniert. Glück ist kapitalistisch vordefiniert. Das heißt, Inhalt und Erfolgsbedingungen sind bei der Glückssuche in der Konkurrenz allemal vorgegeben. Der Inhalt heißt, weiß man, Geld verdienen. Notwendig muss man hierzulande sein Leben aufs Geldverdienen ausrichten, wenn man nicht einen Vater hat, der 2 Millionen auf der hohen Kante hat, weil hierzulande nichts läuft ohne Geld. Kein Lebensmittel geht ohne Geld über den Tisch. Ich muss also mir als Glücksvorstellung, muss ich mich diesem Prinzip des Geldverdienens unter den Bedingungen, die herrschen, unterwerfen. Die Erfolgsbedingungen gleichermaßen. Die Erfolgsbedingungen gleichermaßen bestimmt. Als was laufen nämlich die Menschen hier durch die Gegend? Nicht als Individuen mit allen möglichen Interessen, mit Wissen, mit einer Schulausbildung, mit Können und so weiter, sondern sie laufen hierzulande und sind so staatlich definiert als Privateigentümer. Und das, was sie an Eigentum haben, das ist die Erfolgsbedingung.
Wenn sie wenig davon haben oder wenn sie nichts davon haben, dann müssen sie halt sich selbst zum Eigentum erklären und ihre Arbeitskraft verkaufen. Und andere, die mehr davon haben, die zum Beispiel eine Fabrik als ihr Eigentum nennen, die können dann mit der Fabrik ihr Privateigentum einsetzen. Wir haben also Folgendes festzuhalten. Mit diesem Spruch, du bist deines Glückes Schmied, ist der Weg, auf dem man überhaupt nur das Glück verfolgen kann, definiert Konkurrenz. Da ist der Glücksinhalt definiert, Geld verdienen, und da ist das Glücksmittel definiert, nämlich das jeweilige Privateigentum, über das jemand verfügt. Und das ist mal weniger und mal ist es gar nichts und mal ist es ganz viel und heißt dann Kapital. Die dritte Lüge. In der Rede vom Glück, du bist deines Glückes Schmied, taucht erstmal das Gemeinwesen überhaupt nicht auf. Vorher war Gemeinnutz kommt vor Eigennutz. Taucht das Gemeinwesen nicht auf. Ich behaupte aber, es kommt indirekt taucht es doch auf. Nämlich ausformuliert, und so soll sich das jeder Bürger auch übersetzen, ausformuliert heißt der Satz nämlich, hier bei uns bist du deines Glückes Schmied. Hier bei uns in der lobenswerten Demokratie ist es dir von Staats wegen erlaubt, ist es vom Staat als deine Freiheit, Artikel 2 Grundgesetz, eingerichtet, dass du dich selbst um dein Glück kümmern darfst. Hier unter den von mir, dem demokratischen Staat, eingerichteten Verhältnissen darfst du deine Interessen selbst bestimmen und nur hier hast du es mit deiner Leistung selbst in der Hand, ob die aufgehen oder auch nicht. Dieses Hier, da soll man natürlich immer den Vergleich mit allen möglichen Systemen im Kopf zu Ende denken oder mitdenken, die der demokratische Staat gar nicht leiden kann, also Kommunismus und Faschismus. Es ist also ein Lob der hier eingerichteten Verhältnisse im Vergleich zu allen anderen. Und dieses Lob taucht deswegen nichts, weil das, was da als Freiheit eingerichtet ist. Hier dürft ihr euch frei entfalten. Hier dürft ihr eure Interessen definieren. Hier dürft ihr eure Interessen verfolgen. Natürlich immer nur gilt unter den Bedingungen, die ich genannt habe, unter den drei Bedingungen, die ich genannt habe, in der Konkurrenz, fürs Geld verdienen, als Leute, die über mehr oder weniger Privateigentum verfügen. Das ist die Freiheit. Und die gibt es hier wirklich. Die Freiheit ist die Art und Weise, wie vom Staat aus den Bürgern gesagt wird, es ist eure ganz eigene Sache, euch den hiesigen Verhältnissen mit Konkurrenz, mit Geldverdienen, mit Unterwerfung des Privateigentums zu unterwerfen. Das ist eure eigene, das ist eure Freiheit, die habt ihr. Freiheit ist also die Tour, wie hierzulande die Leute sich den Bestimmungen des kapitalistischen Lebens zu unterwerfen haben. Freiheit ist nicht der Schwindel. Freiheit ist nicht der Schwindel. Jeder muss es für sich selbst entscheiden und muss zusehen, dass er irgendwie unter den Bedingungen irgendwie durchkommt. Wenn er nicht durchkommt, darf er schon wieder eine ganz freie neue Entscheidung fällen. Werde ich jetzt Taxifahrer oder werde ich sonst was? Schwindel ist nur das Lob der Freiheit. Also nicht, dass die Freiheit ist zu kritisieren, sondern dass die Freiheit so eine tolle Sache sei. Nein, die Freiheit ist nur die Art und Weise, wie man sich hierzulande aus freien Stücken den eingerichteten Verhältnissen zu unterwerfen hat. Also, die Kritik am Privatmaterialismus. Gemeinnutz geht vor Eigennutz. Und die Parole, du bist deines Glückes Schmied, die stehen gar nicht konträr, so im Gegensatz zueinander. Sind sie gar nicht. Die eine heißt nicht, du musst tun, was der Staat sagt, und die andere sagt, du darfst alles tun, was du willst. Nein, du darfst nicht alles tun, was du willst, sondern du darfst das tun, wenn dein Wille sich den drei Voraussetzungen, die ich genannt habe, unterwerfen. Dann darfst du es tun. In der Konkurrenz, als Privateigentümer und das dritte,
war fürs Geld verdienen. Allerdings gibt es die Parole Gemeinnutz geht vor Eigennutz ja tatsächlich in der Demokratie. Wie kommt sie jetzt rein? Die kommt so rein. Die knüpft an die dritte Abteilung meiner Glückskritik an, wo der Staat sagt, hier dürft ihr alles. Hier unter den von mir eingerichteten Verhältnissen, das hat nämlich einen Haken. Diese Verkündung des Staates, des demokratischen Staates, hat einen Haken. Der Haken heißt folgendermaßen: Wenn ihr euren erlaubten Privatinteressen nachgeht, sagt der demokratische Staat, dann bedenkt aber, dass ich der demokratische Staat es bin, der doch die Existenzgrundlagen für eure Interessen schaffe. Und deswegen müsst ihr auch mal Einsicht haben, dass gelegentlich das Staatsinteresse über dem Privatinteresse steht. Und deswegen darf nicht dauerhaft das Privatinteresse über das Staatsinteresse gestellt werden. Deswegen braucht es gelegentlich Opfer. Und wie die Opfer aussehen, das weiß hierzulande. In allen Abteilungen der Besteuerung des Einkommens, des Einkaufens, wird vom Verdienten mehr oder weniger weggenommen. Kann man sich gar nichts, das ist der Angriff auf den Privatmaterialismus, gegen den man sich gar nicht wehren kann. In der Abteilung der Sozialstaatsreform genau dasselbe. Angriff auf den Privatmaterialismus, von oben auch verkündet, mit dem nur so kann der Staat seine Schulden überhaupt bezahlen. Nur so können wir einen konkurrenzfähigen Standort herkriegen. Da wird das Gemeininteresse, Standort, als Ziel, für das man Opfer bringen muss, genannt. Niemand, heißt es, darf in der Konkurrenz seine Interessen über alles stellen. Das gilt nicht nur für die Arbeiter. Das gilt auch für die Unternehmer, für die Kapitalisten. Auch die dürfen sich in der Konkurrenz nicht herausnehmen, die Regeln der Konkurrenz betrügerisch oder per Kartellgebung und so weiter zu umgehen. Auch die dürfen den Staat nicht um Steuern betrügen, obwohl sie es natürlich machen. Erlaubt ist es nicht. Steuern, die Angriffs aufs Interesse sind, die müssen auch von ihnen gezahlt werden. Also jeder hat Opfer für den Staat zu bringen. Immer mit dem Hinweis, hallo, wenn ihr diesen Freiheitsstall weiter haben wollt, der so toll für euch eingerichtet ist, ja, dann müsst ihr aber bitteschön auch hier und da Opfer bringen. Und genau das ist der Stellenwert, den diese am Anfang genannte Kritik des Eigennutzes im demokratisch regierten Kapitalismus hat. Erst wird das private Interesse per Freiheitsversprechen angestachelt. Du bist deines Glückes Schmied. Und so wird er für nationale Ziele instrumentalisiert. Das, was die Leute in der Konkurrenz machen, ist, sich den herrschenden Verhältnissen zu unterwerfen, dafür zu sorgen, dass möglichst Wachstum rauskommt. Und dann wird auf der anderen Seite dasselbe Privatinteresse umgekehrt auf seinen Dienst am Gemeinwesen mit der gemeinen Argumentation verpflichtet. Ich bin doch von morgens bis abends für euch da, sorge dafür, dass ihr konkurrieren könnt, dass die schwarze Kraft, also habt ihr auch was für mich zu tun. So. Wer an dieser Ideologie festhält, letztlich ist auch der Staat für mich da. Wenn ich meiner Pflicht nachkomme und nicht nur meinem Eigennutz nachkomme und auch mal ein Opfer bringe, die meisten dieser Opfer werden ja auch gar nicht freiwillig erbracht, sondern die werden ja per Gesetz vom Staat den einzelnen Bürgern abverlangt. Wer an dieser Vorstellung festhält, dann kommt für mich was raus, wird gerade in der Abteilung der Menschen, die über kein oder wenig Eigentum verfügen, regelmäßig enttäuscht. Regelmäßig kriegt er kritisch mit, ist er enttäuscht davon, dass diese Rechnung nicht aufgeht. Und jetzt kommt es schon wieder.
eine demokratische Errungenschaft ins Spiel. Kritik an staatlicher Politik im Namen des nicht erfüllten Privatinteresses ist hier nämlich erlaubt. Hier gibt es Meinungsfreiheit, hier gibt es Demonstrationsfreiheit, hier gibt es das Wahlrecht. Diese Umkehrung, erst soll der Mensch sich dem Gemeinwesen unterwerfen, nachher darf er sogar das Gemeinwesen, wenn sein Interesse nicht aufgeht, kritisieren. Das ist das Prinzip. Jetzt haben wir richtig die drei Schritte. Und das ist der Witz an der Demokratie. Erstens, du bist deines Glückes Schmied, holla, unter den drei Bedingungen. Zweitens, sagt der Staat, der musste aber für mich auch Opfer bringen. Drittens, wenn dir das nicht gefällt, was dabei für dich rauskommt, darfst du kritisieren. Darfst du. Klasse. Allerdings, aufpassen. Aufpassen, die Kritik muss sich natürlich den Verhältnissen anpassen, denen er damit zugestimmt hat. Das heißt, er kann nicht sagen, ich pfeife auf den ganzen Laden. Da kommt ja für mich unter den Bedingungen von Geldwirtschaft und Privateigentum sowieso nichts raus. Und immer wieder Politiker wählen, die in verschiedenen Konstellationen sowieso nichts anderes machen, als den Kapitalismus stark und kräftig zu machen. Das bringt doch mir nichts. Diese Sorte Kritik ist nicht erwünscht. Erwünscht ist eine andere Sorte Kritik. Erwünscht ist die Kritik, die sagt, wenn ich schon kritisieren darf, die Politik, dann tue ich das auch. Und die zentrale Kritik, in Bremen ist sie letzte Woche gerade mal wieder praktiziert worden, heißt, die Politiker haben nicht gut regiert oder sie haben gut regiert. In Bremen ist gesagt worden, die hätten gut regiert. Im Bund wird es wahrscheinlich demnächst anders sein. Hätten sie nämlich gut regiert, dann wäre doch das Versprechen, ich hätte was von meinen Opfern, aufgegangen. Diese Sorte Betätigung in der Kritik, die nichts anderes festhält als das falsche Urteil, wenn die wirklich gemacht hätten, was ihre Aufgabe wäre, dann wäre für mich was rausgekommen. Das ist übrigens das Schmiermittel der Demokratie. Das Schmiermittel der Demokratie. Und verlogen ist es, weil das, was da kassiert wird an Opfern, was der Staat einkassiert, wird ja nicht benutzt, ich habe es vorhin schon mal gesagt, um es an die Bürger zurückzuzahlen, sondern wird benutzt in Wirtschaftspolitik, Infrastrukturpolitik, Verteidigungspolitik und so weiter, um den hiesigen Staat ökonomisch, politisch und militärisch stark zu machen. Also die Unzufriedenheit von unten darf sich nicht gegen das System wenden, sondern soll sich, so ist sie erlaubt, die Kritik, soll sich als Aufforderung zum besseren Regieren. Als Aufforderung zum besseren Regieren. Diese ganze Sache in Stuttgart 21, da wird jetzt festgehalten, wie es weitergeht, weiß ich nicht, ich bin kein Prophet, wird jetzt festgehalten, das sei doch eine tolle Demokratieveranstaltung. So viele Bürger haben sich noch nie an dem politischen Prozess beteiligt, war die Botschaft von Geißler. Da war auf einmal die politische Beteiligung, das Loslassen dürfen von Kritik, wichtiger als ihr Ergebnis. Ja, das ist Schmiermittel für Demokratie. So funktioniert es hier. Nun, das ist eine Sorte Kritik, dass die lebt natürlich davon, dass man mit den hiesigen Verhältnissen einverstanden sein muss. Die ganze Kritik, wohlgemerkt, Widerspruch, die ganze Kritik lebt vom Einverständnis mit den Prinzipien. Kritisiert wird immer nur, die Führer hätten versagt, es muss eine andere Partei her, die da oben sind korrupt und ähnliches. Das System wird nicht angegriffen. Das wäre ja unerwünscht. Solche Kritik, die nur von Leuten kommt, die einverstanden sind mit dem hiesigen System, ist eine, ich sag's mal, nationalistische Kritik. Und zwar eine nationalistische Kritik, die in ihrem Nationalismus idealistisch ist, also falsche Vorstellungen hat von dem, was man sich von der Nation erwartet. Wenn die hingehen und sagen, diesmal wähle ich aber ganz bestimmt die Grünen und nicht mehr die CDU, der verspricht sich davon was Besseres für sich, für Deutschland und so weiter und so fort. Und dieses Versprechen nenne ich den Idealismus dieser Sorte Parteilichkeit für den hiesigen Staat.
Jetzt mache ich mein drittes Kapitel. Die Faschisten. Die Faschisten und ihre Sorte Kritik an der Demokratie haben hier in dem, was ich gerade genannt habe, in diesem idealistischen Nationalismus, der demokratisch erzeugt wird, ihren Sumpf, ihre Grundlage. Deswegen kann diese nationalistische Kritik auch schon mal zu unerwünschten, zu unerlaubten Resultaten führen. Wenn der Nationalist nur ordentlich enttäuscht ist von seiner Führung, wenn er ihm vorwirft, die würden da oben ja sowieso nur versagen, dann ist der Übergang zum faschistischen Nationalismus gemacht. Und zwar mit folgenden beiden Standardargumenten, die kennt jeder. Das erste Standardargument, was den Übergang vom idealistischen Nationalismus der Demokraten zum faschistischen Nationalismus ausmacht, heißt, die Politiker hätten versagt, weil die benutzen die Macht doch gar nicht, um was Gutes für Deutschland zu tun, sondern benutzen die Macht nur für ihre eigenen Interessen. Erhöhen sich sofort die Diäten, da ist Korruption an der Tagesordnung, die Lobbys kaufen die Leute und die Politik ist für die meisten sowieso nur ein Sprungbrett für Aufsichtsratsposten mit dicken Gehältern und so weiter. Die zweite Kritik heißt, wirft der Politik nicht Machtmissbrauch vor, sondern Machtversagen. Ausländer, nehmen doch uns Deutschen die Arbeitsplätze weg. Das kann doch nicht in Ordnung sein. Diese beiden klassischen Formen von, ich sag's mal, semifaschistischer Kritik, in denen wird der Politik Folgendes vorgeworfen: Pflichtvergessenheit, Betrug und Vergehen gegen das nationale Interesse. Sind wir schon fast kurz vorm Faschismus selber in seiner Reihenform. Sie, heißt es da, verlangen vom Bürger Opfer, die Politiker, aber denken selbst nur an sich. Das ist die Sache mit den Diäten. Die sagen, Gemeinnutz geht vor Eigennutz. Und was machen sie? Sie benutzen das Gemeinwesen nur für ihren Eigennutz. Das ist die Abteilung Betrug. Und dann, jetzt kommt die zweite Abteilung mit den Ausländern, zwingen sie deutsche Bürger in eine Konkurrenz glatt mit Nichtdeutschen. Tja, wo sind wir denn hier? Mit Leuten, die nicht hierher gehören. Das führt, weiß man doch, zu Unfrieden, zu völkischer Durchmischung und so weiter. Und schon sind wir den Grundprinzipien der faschistischen Staatsräson, die sie auch auf die Demokratie kritisch anwenden, nahe. Erstens, wie ich vorhin schon gesagt habe, der Faschist hat als die entscheidende Sonde, den entscheidenden Maßstab, den er an alles anlegt, die Parole Gemeinnutz geht vor Eigennutz. Daran muss sich jeder Eigennutz messen, dass er Dienst am Gemeinnutz ist. Der wird nicht durchgestrichen, aber daran muss er sich messen. Zweitens, das schließt ein, dass jede Form, diese Kritik am Privatmaterialismus schließt ein, dass jede Form von kapitalistisch eingerichteter Konkurrenz von den Faschisten nicht nur mit Skepsis betrachtet wird. Die Skepsis heißt, man muss genau gucken, wie weit die Verfolgung der privaten Interessen nicht der Nation schadet, sondern am liebsten würden sie die Konkurrenz ganz unter ihre Fittiche nehmen, ganz die Ökonomie ohne das Gegeneinander der Konkurrenz organisieren. Bei Konkurrenz sagen sie, jeder denkt nur an sich. Und sie sagen, die Ökonomie muss, die kapitalistische Ökonomie, gegen die kapitalistische Ökonomie haben sie nicht, muss als staatliches Projekt gegen den Privatnutzen der Arbeiter genauso wie der Handwerker und der Kapitalisten durchgesetzt werden. Und drittens, sagen Sie, die Art und Weise, wie die Konkurrenz hier zwischen deutschen und ausländischen Arbeitern zugelassen wird, führt zur Störung der Volkseinheit, führt zur Störung des harmonischen Volksganzen, führt gar zur Volksentzweiung und manchmal sogar zu mehr. Das, sagen Faschisten, schwächt die Nation, weil es dann am nationalen Selbstbehauptungswillen, der lebt von der Einheit des Volksganzen, lebt von der Einheit aller Gegensätze
politischen, ökonomischen Gegensätze, die im Volk sind, vom Selbstbehauptungswillen gegen alle Angriffe von innen und außen fehlt. Das ist dann der Ruin oder der erste Schritt zum Ruin und zum Untergang Deutschlands. Das Ziel der Faschos, deutlich wird es an der Kritik am demokratischen Kapitalismus, ist also die Erzwingung der Harmonie in einer Gesellschaft, die auf Gegensätzen basiert. Die Erzwingung einer Harmonie in der Klassengesellschaft. Jeder soll an seinem Platz als Arbeiter und als Kapitalist. Der eine heißt dann Arbeitsbeauftragter des deutschen Volkes und der andere heißt dann Betriebsführer. Das tun, was seine Pflicht ist, damit der Staat floriert und damit der Staat nach innen und außen seine Zwecke durchsetzen kann. Der letzte Beweis dafür, dass Demokraten wirklich den Untergang herbeiregieren, entnehmen Faschisten heutzutage übrigens dem Argument, dass die sich einfallen lassen, wenn sie sich bei den Bürgern entschuldigen. Wenn sie sich bei den Bürgern dafür entschuldigen, dass sie mal wieder die Sozialleistungen gekürzt haben, dass mal wieder Steuer auf Tabak und Schnaps oder sonst was erhöht worden ist und so weiter und so fort. Dann sagen sie, tut uns leid, wir wissen, was das für euch heißt, aber die Sachzwänge. Die Sachzwänge lassen uns keine andere Möglichkeit. Oder die Globalisierung, wir müssen dem der Globalisierung ein Tribut bringen. Oder Fremdverschulden war es, da konnten wir leider nichts machen, Fremdverschulden. Das sind lauter Legitimationen, die stimmen nicht. Die wollen die Sozialbezüge runtersetzen. Die wollen die Steuern erhöhen für ihren eigenen Haushalt. Aber der Faschist sagt, das sind Begründungen, die verweisen explizit auf die Schwäche des demokratischen Staats. Wenn jemand sagt, Sachzwang, sagt er, er lässt sich von was anderem zwingen. Dabei hat er als Staat doch die Macht. Wie kann denn das sein? Wenn er sagt, Globalisierung oder Fremdverschulden, sagt der Faschist, was? Der Faschist, was? Fremdverschulden? Was seid ihr für Schwachköpfe, für Schwachmatikusse? Ihr habt doch die Macht. Setzt ihr dann bitteschön gefälligst gegen die Fremden auch durch. Wenn die Staatsmacht sich aus rein legitimatorischen Gründen für ohnmächtig erklärt, dann ist das für Faschisten fast eine Kapitulationserklärung. Das ist im Prinzip die Staatsraison des Faschismus. Und mit dieser Staatsraison ist zugleich auch, wenn ihr mich nachher fragt, warum sind die Juden nicht vorgekommen, dann kann ich euch erklären. Sie kommen bei den Neofaschisten halt im Augenblick nicht vor. Das ist jetzt der Übergang zur Erklärung, mein Punkt 4, was es mit dem rechten Antikapitalismus auf sich hat. Im Prinzip ist es alles erklärt worden, in den beiden Teilen vorher. Der faschistische Antikapitalismus, ich sage es erstmal negativ, ist keine prinzipielle Kritik an diesem ökonomischen System des Kapitalismus, ist keine prinzipielle Kritik am Privateigentum, keine prinzipielle Kritik an der Geldwirtschaft, keine prinzipielle Kritik am Profit. All diesen Verhältnissen, diesen kapitalistisch eingerichteten Verhältnissen, erteilen die Faschisten ihren Segen allerdings nur bedingt. Immer unter der Bedingung, dass diese kapitalistischen Prinzipien, in denen die Leute als Arbeiter, als Kapitalisten, als sonst was ihre Interessen verfolgen, dass die nicht gegen nationale Ziele eingesetzt werden und dass die nicht zu Streit, zu Kämpfen, zu Auseinandersetzungen, zu Klassenkämpfen und so weiter führen und die Volksharmonie stören. Das ist das Prinzip der Kritik. Ich will mal dazu ein Zitat vorlesen. Ich sage nachher, von wem es kommt. So sicher ein Arbeiter wider den Geist einer wirklichen Volksgemeinschaft sündigt, wenn er ohne Rücksicht auf das gemeinsame Wohl und den Bestand einer nationalen Wirtschaft, gestützt auf seine Gewerkschaftsmacht, erpresserisch Forderungen stellt, so sehr bricht auch ein Unternehmer diese Gemeinschaft,
wenn er durch unmenschliche, ausbeuterische Art seiner Betriebsführung die nationale Arbeitskraft missbraucht, aus ihrem Schweiße Millionen erwuchert und nachher die Arbeiter auf die Straße setzt. Hitler, Mein Kampf. Der hat gleich beide Abteilungen kritisiert. Der hat den Privatmaterialismus der Lohnarbeiter kritisiert und sie verpflichtet auf Unterwerfung unter den Gemeinnutz, aber gleichermaßen die Kapitalisten kritisiert. In zwei Punkten gibt es da eine Ausnahme. Da wird der Faschist gegen den Kapitalismus prinzipiell kritisch. In zwei Punkten. Der eine Punkt ist der, wenn nationale Kapitale ihr Kram zusammenpacken und ins Ausland gehen. Wenn sie also ihre Fabriken statt hier dem nationalen Standpunkt, also dem faschistischen Staat zu dienen, einem fremden Staat zu Diensten sein wollen, weil sie da vielleicht billigere Löhne vorfinden oder ähnliches. Das ist Vaterlandsverrat. Da werden die Faschisten kritisch und wer das NPD-Programm, das Neue anschaut, sagt, das muss verhindert. Da sagen die, das muss verhindert werden. Der zweite Punkt ist die Kritik am Finanzkapital. Am Finanzkapital. Was haben die Faschisten eigentlich gegen das Finanzkapital einzuwenden? Vielleicht wissen das einige von Ihnen oder die meisten von euch von Ihnen, die werden genannt als das raffende Kapital und werden gegenübergestellt gegenüber dem produktiven Kapital, das heißt das schaffende Kapital. Warum? Was haben Sie gegen das Finanzkapital? Sie haben etwas gegen das Finanzkapital, weil die ihren Profit machen, ohne dass sie dabei irgendetwas für die Nation Brauchbares, stofflich Brauchbares, irgendeinen Gebrauchswert herstellen. Die machen ihr Geschäft nur über Kredit, nur über Geldgeschäft und beuten damit, sagt der Faschist, die übrigen Betriebe über Kreditzinsknechtschaft, heißt das, aus. Also die Kritik, die zentrale Kritik am Finanzkapital heißt nicht, die machen Profit, sondern die machen Profit, ohne dass dabei etwas Produktives für die Nation rauskommt. Was weiß ich, Straßen oder Häuser oder Panzer oder sonst was. Das ist natürlich eine absurde Kritik, weil das sogenannte schaffende Kapital und das raffende Kapital sind ja darin gemeinsam, sind ja darin identisch, dass sie beide Kapitale sind, dass sie beide Profit machen wollen. Bloß das Mittel ist halt ein anderes. Das produktive Kapital, was weiß ich, Daimler-Benz, macht halt Profit, indem es Autos baut. Wenn es mit Autos kein Geschäft mehr machen kann, dann wird Daimler-Benz Handys herstellen oder sonst was. Es ist völlig egal. Es ist pures Mittel für den Profit. Ja, und das Finanzkapital macht halt Profit, indem es unter anderem Kredite vergibt und das gegen Zins und dann ein Stück vom Profit als eigenen Profit kassiert. Profit ist der Witz. Und jedermann weiß hier im Saal, hat sicherlich schon mal gehört, es gibt inzwischen Großbetriebe, die haben ihre eigenen Banken. VW, Daimler-Benz, BMW. Und man weiß auch umgekehrt, dass bestimmte Bankhäuser große Teile ihres Aktienkapitals in produktives Kapital, in das sogenannte schaffende Kapital reinwandeln. Also praktisch ist die Sache, hebt sich die Sache als dieser behauptete Gegensatz sowieso auf. Das sind die einzigen beiden Abteilungen, wo der Faschist prinzipiell kritisch wird gegen den Kapitalismus. Ansonsten gilt nur, dass sie im Kapitalismus schädliche Auswirkungen des Privatmaterialismus sowohl bei den Lohnarbeitern als auch bei den Kapitalisten entdecken und die eindämmen wollen. Alle privatkapitalistischen Rechnungen der Unternehmer, alle Lohnforderungen haben ihren Segen, wenn die sich vom Standpunkt der Nation tatsächlich rechtfertigen lassen. Wenn sie sich im Dienst am völkischen großen Ganzen bewähren. In der Kritik am demokratisch regierten Kapitalismus, die Art und Weise, wie das die Demokratie macht, würde Deutschland ruiniert werden, liegen sie allerdings
Völlig daneben. Liegen sie völlig daneben. Das ist jetzt keine Parteinahme für die demokratische Organisation des Kapitalismus, sondern es ist erstmal nur nach ihren Maßstäben eine objektive Bestimmung. Worin sehen Sie denn den Ruin, die Faschisten, den Untergang? Sie sehen ihn in der Anwendung bestimmter Mittel der Demokratie. Sie sehen ihn darin, dass die Demokraten Ausländer reinlassen, weil sie sich von denen einen Nutzen für ihren Arbeitsmarkt versprechen. Sie sehen den Untergang heranreifen, wenn die Demokratie Bündnisse mit anderen Staaten eingeht und damit die eigene Souveränität untergräbt. Das macht der Staat nicht, weil er Souveränität aufgeben will, der demokratische, sondern weil er sich davon was für sich verspricht. An der Seite der USA sind wir besser aufgehoben, als wenn wir alleine gegen die vorgehen. Also der Staat, der faschistische Staat oder der faschistische Ideologe macht den Untergangsbefund fest an bestimmten Mitteln, die der demokratische Staat in der Verfolgung der kapitalistischen Zwecke einsetzt. Im obersten Ziel sind sich faschistischer Staat und demokratischer Staat einig. In beiden Fällen, in beiden geht es um die Stärke des Staates. Nach innen und außen geht es um die Durchsetzung des Staates in der Staatenkonkurrenz. Das wollen beide. Und beide setzen dabei auch auf kapitalistische Reichtumsproduktion, eben nur mit dem Unterschied, den ich genannt habe. Nur, um das nur mal so zu sagen, wo der Faschist den Kapitalismus und seine Prinzipien unmittelbar dem Staatsinteresse dienstbar machen will, Gemeinnutz geht vor Eigennutz, setzen Demokraten darauf, dass der beste Dienst, den der Kapitalismus dem bürgerlichen Staat leistet, darin besteht, dass der Staat sich den Gesetzen des Kapitalismus unterwirft. Das klingt erstmal widersprüchlich, aber das ist die Sache. Der demokratische Staat will von der kapitalistischen Wirtschaft seinen Nutzen haben. Wirtschaftswachstum, darüber Steuern, darüber die Möglichkeit der Staatsverschuldung und so weiter und so fort. Und das kriegt er am besten, indem er sich in seiner Politik ganz den oder fast ganz den Prinzipien des Kapitalismus unterwirft. Das ist diese Verrücktheit. Dienst des Kapitalismus am Staat, dadurch ist der Staat sich dem Dienst, sich zum Knecht, zum Dienstleister am Kapital macht. Ich will das nochmal so zusammenfassen und dann komme ich auch gleich zu meinem Ende. Ich will es nur mal an einigen Beispielen, Differenz und Identität machen. Nehmen wir nochmal die Ausländerfrage. Beide Systeme, beide Formen bürgerlicher Herrschaft stehen erstmal prinzipiell auf dem, ja, von mir aus menschenverachtenden Standpunkt, Ausländer haben im Prinzip hier nichts zu suchen. Deswegen heißt es auch zum Beispiel im demokratischen Ausländerrecht gleich am Anfang, jeder, der hierher will, der muss sich erstmal eine Erlaubnis holen. Und dann entscheiden wir, ob er rein darf oder nicht. Paragraph 2 Ausländergesetz, ich habe es bloß ein bisschen anders formuliert. Der gemeinsame Standpunkt heißt also, Ausländer sind Ausländer und die haben hier erstmal nichts zu suchen. Das ist ein Standpunkt, den muss man erstmal als Standpunkt des völkischen Rassismus bezeichnen. Auch in der Demokratie. Die Differenz. Der Faschist macht daraus im Prinzip und sagt, die haben hier gar nichts verloren. Raus. Sondern die durchrassen ja die Volkseinheit. Die Demokraten sagen, naja, so ernst nehmen wir das nicht. Mit dem völkischen Rassismus. Wir kennen Ausnahmen von dieser Regel. Und diese Ausnahmen heißen, wenn Ausländer uns nützen, dann dürfen sie her. Leute hierher zu lassen, nur weil sie arme Schweine sind, weil sie verfolgt werden, kommen sie überhaupt nicht in die Tüte. Das sind ja Wirtschaftsflüchtlinge. Nur dann, wenn sie sich nützlich machen, dann haben sie hier eine Berechtigung, sich in den Markt einzuklinken und manchmal sogar auch deutsche Staatsbürgerschaft zu erwerben. Also Identität und Differenz. Nächstes Beispiel. Gewerkschaft. Beide. Der demokratische Staat
und der faschistische sind keine Freunde der Gewerkschaft. Wenn die Gewerkschafter ihre eigene Geschichte rekapitulieren, dann wissen sie, welche Schwierigkeiten es hat, auch im demokratischen Gemeinwesen überhaupt erstmal Gewerkschaften zu etablieren. Wir kriegen es manchmal immer noch zu spüren. Also beide, der demokratische und der faschistische, haben nichts übrig im Prinzip für Gewerkschaften, weil das ist eine Sorte Interessenverfolgung, wenn die Gewerkschaften es ernst machen, was sie leider nicht tun, stört das die Kreise des Kapitals. Ist das ein vehementer Angriff auf das kapitalistische Privateigentum? Die Faschisten machen daraus wieder ein Prinzip. Gewerkschaften werden verboten. Die Demokratie sagt, hallo Gewerkschafter, wenn ihr euch ordentlich einordnet, eure Lohnbetreuung oder eure Betreuung der Arbeitslosen ganz der nationalen Standortpolitik unterordnet, dann habt ihr eine Existenzberechtigung. Und ohne das näher auszuführen, muss ich sagen, die haben es hingekriegt, die Gewerkschaften. Ich weiß, da kriege ich jetzt gleich Schelte von den Gewerkschaften, aber so ist es nun mal. Drittes Beispiel. Demokratie und Faschismus zur nationalen Souveränität. Beide sagen, nationale Souveränität zu stärken, ist das oberste Prinzip. Der darf nach innen und nach außen nichts anbrennen, darf sich von niemandem innen und außen irgendetwas sagen lassen. Das ist im Prinzip bei beiden der identische Standpunkt zu Souveränität. Deswegen heißt es ja auch Souveränität. Wiederum, der Faschist macht das kompromisslos. Der sagt, Bündnisse mit Konkurrenten gar, kommt überhaupt nicht in die Tüte. Das ist ja eine Beschränkung unserer Souveränität. Demokraten sagen, ich habe es vorhin schon mal kurz angedeutet, naja, wenn die Kräfteverhältnisse auf der Welt nach 1945 ebenso waren, wie sie waren, dann ist eine Stärkung, eine relative Stärkung unserer Macht als Nachkriegsstaat überhaupt nur durch eine Form der Unterordnung unter die Weltordnungsmächte, allen voran der USA möglich. Dann versuchen wir doch im Schlepptau der USA, im ökonomischen und im militärischen Schlepptau NATO, selbst möglichst viel für uns rauszuholen, im Schatten dieser Weltordnungsmächte unsere Souveränität zu vergrößern, was ja geklappt hat. So, das soll an Beispielen erstmal reichen. Man kann es für alle anderen Prinzipien auch machen. Das ist die Einlösung meines Versprechens vom Anfang, die Einlösung des Versprechens, die Kritik des Faschismus zu Ende gedacht, führt automatisch dazu, dass man den demokratischen Staatsform gleich mitkritisiert. Weil in den Zwecken, so wie ich sie jetzt formuliere, in den Prinzipien, erweisen sie sich beide als Formen bürgerlicher Herrschaft, die mit dem Kapitalismus so oder ein bisschen anders umgehen, ihre Stärke, ihre Souveränität verfolgen. Mein letzter Punkt. Ich habe noch einen Exkurs, den lasse ich jetzt mal weg. Der Exkurs sollte die Frage beantworten, warum die Faschisten hier bei uns immer nur so unter 5% bei Bundestagswahlen krepeln und allenfalls mal in Landtagswahlen reinkommen. Obwohl doch viele Punkte der faschistischen Kritik an der demokratischen Politik weit verbreitet sind, weit über die NPD hinaus verbreitet, auf jedem Stammtisch zu finden sind. Einzelne Punkte dieser faschistischen Kritik an der Demokratie, wie ich sie vorgetragen habe, finden sich in allen Parteien, hier mal singulär, mal da und so weiter. Lass ich aber jetzt weg. Mein letzter Punkt, Antifa, der geht kurz. Wer die Faschismuskritik in das Zentrum seiner Politik stellt, Zentrum seines politischen Kampfes stellt, hat, sage ich mal ganz hart, nicht begriffen, was Faschismus ist und hat auch nicht begriffen, was demokratische Herrschaft ist. Hat nicht begriffen,
Das ist eine durchgeführte Faschismuskritik. Ich habe die hier natürlich nur in Ansätzen leisten können. Die Kritik der Grundlagen der Demokratie gleich mitkritisiert und hat nicht begriffen, dass die demokratische Politisierung des Bürgers zum Nationalisten die Grundlage ist, auf der der Faschist immer wieder neu sich generiert. Das sind keine alten Faschisten. Nein, diese Sorte enttäuschten Nationalismus bringt die Demokratie selber immer hervor mit ihren Übergängen zum Faschisten. Also, die Konsequenz daraus wäre, man nimmt sich mal politisch die demokratische Form der Verwaltung und politischen Regulierung des Kapitalismus vor. Übrigens nicht deswegen, weil ich gerade die Demokratie als Sumpf für den Faschismus erklärt habe, sondern weil die Demokratie, die demokratische Form der Herrschaft hierzulande selbst genug Gründe gibt, gegen sie aufzustehen. Antifas ergreifen also Partei. Ergreifen Partei in der Konkurrenz zwischen zwei Varianten bürgerlicher Herrschaft über die kapitalistische Ökonomie. Gegen die faschistische und für die demokratische Herrschaft. Auch wenn sie das nicht wollen. In jedem antifaschistischen Traktat kann man Bekenntnisse lesen. Nein, wir sind auch gegen Kapitalismus und auch gegen Demokratie. Aber wer sagt, unsere politische Priorität ist der Faschismus bzw. der Neofaschismus? Der muss sich sagen lassen, das ist faktisch die Parteinahme für das, was denn übrig bleibt, wenn der Faschismus vertrieben worden ist. Wer sagt, keinen Schritt oder keinen Meter dem Faschismus? Wer sagt, diese Straße, dieses Viertel soll bunt sein und nicht braun? Was hat er denn damit erreicht, wenn jetzt der Faschismus erledigt ist, da nicht mehr auftaucht? Ja, dann herrscht halt das ganz normale bürgerliche Regime des demokratisch regierten Kapitalismus dort. Mit Mietzahlen, mit Wucherpreisen an den Tankstellen und so weiter und so fort. Hartz IV, genau. Also, ob Antifaschisten das nun wollen oder nicht, die meisten wollen es gar nicht und das glaube ich ihnen auch. Sie machen es, sie nehmen Partei und beteiligen sich ein bisschen an der Säuberung der Demokratie von braunen Flecken. Mein Schlusssatz, meine Schlussbemerkung geht auf das jetzt immer kommende Bekenntnis, an dem ich immer schon geredet habe, von Antifas. Nein, wir haben auch was gegen Kapitalismus. Wir sind auch nicht für diese Demokratie, zumal sie, heißt es dann, sowieso gar nicht die wahre Demokratie ist. Ist nun mal nirgendwo eine andere im Angebot, muss man sagen. Sie erklären den Kampf gegen den Faschismus für das Größere und die herrschenden Verhältnisse für das kleinere Übel. Parteinahme für das kleinere Übel gegen das größere Übel. Das ist die Begründung von Ihnen. Zu der Begründung möchte ich noch ein paar Sachen abschließend sagen. Erstens, naja, wenn man mal klein und groß weglässt, ist es Parteinahme für Übel. Warum nicht mal Parteinahme für was Gutes? Für Verhältnisse, die wirklich in Ordnung sind. Immer nur Parteinahme für Übel, das ist das Erste. Und das Zweite, man sollte sich mal überlegen, woher man eigentlich diese Redeweise vom kleineren Übel kennt. Das kennt man, ich habe es damals auch noch in den 70er und 80ern vertreten, wenn man vor der Wahl der Wahl steht. Verdammt nochmal, man muss doch eigentlich wählen, aber keine Partei passt einem so richtig. Wen wählt man dann? Dann wählt man das kleinere Übel. Damals, früher hat man die SPD als das kleinere Übel gewählt, weil die anderen waren noch größer, FDP, CDU, CSU. Dann kamen die Grünen. Es waren die Grünen das kleinere Übel. Und die anderen, ja, die Grünen-Partei, die hat ja jetzt inzwischen auch die Macht erobert, war dann nicht mehr das kleinere Übel, sondern gehörte mit zu den Größen. Heute ist es die Linkspartei und die anderen sind das größere Übel. So,
diese Logik. Immer fehlt es an einer Partei, die man wirklich so aus vollem Herzen wählen könnte, wenn man denn schon meint, man müsse unbedingt wählen. Aber das ist ein extra Thema. Und deswegen wählt man das kleinere Übel. Diese Logik mal übertragen auf die Politik des Antifa. Das ist komisch. Das ist komisch. Das kleinere Übel, das ist die real existierende, demokratisch regierte kapitalistische Republik. Mit ihren AKWs, mit Hartz IV, mit einer Frühinvaliditätsrate von 35% bei Arbeitern, mit einer Verlängerung des Rentenalters von 67 und so weiter. Krieg und Rüstung gleich mit dabei, völlig klar. Das kleinere Übel ist der real existierende, demokratisch regierte Kapitalismus. Und das größere Übel ist ein Gespenst. Ist ein Gespenst, ist eine mögliche faschistische Herrschaft. Und an faschistischer Herrschaft, die wollen sie erreichen, muss man das ja messen. Und die wollen die ja bekämpfen. Ein Gespenst. Und zwar ein Gespenst gleich in doppelter Hinsicht. Erstens, weil in fast allen Publikationen, die ich kenne, auch da gibt es Ausnahmen, weiß ich sehr wohl, die Hitlerei 33 bis 45 1:1 in die gegenwärtige kapitalistische, imperialistische Welt übersetzt wird und auch sofort mit Holocaust und Euthanasie argumentiert wird. Übrigens, wer sich die theoretischen Organe der Faschisten mal anschaut, und das muss man machen, wenn man ein Urteil haben will, kriegt mit, dass in theoretischen Organen des Faschismus inzwischen über den Holocaust folgendermaßen gestritten wird. Da sagen sie, oh, 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 ob das so richtig war? Was ist uns da an Kapazität für Deutschlands Sieg im Zweiten Weltkrieg verloren gegangen? Wenn wir die ganzen Wissenschaftler, die ganzen Physiker nicht vertrieben hätten oder in KZs umgebracht hätten, dann hätten wir die Atombombe gehabt als Erste. Dann hätten wir die Raketen gehabt und so weiter und so fort. So reden Faschisten heute kritisch über den Holocaust. Also bitteschön, 1:1 übertragen ist Quatsch. Natürlich wissen auch die heutigen Faschisten, die Neofaschisten, dass das Programm, was der demokratische Staat durchgesetzt hat, immerhin dazu geführt hat, dass Deutschland Führungsnation in Europa ist, dass Deutschland die D-Mark vorangetrieben hat, also nach imperialistisch-kapitalistischen Maßstäben mit zu den Weltmächten gehört. Das wissen Sie und danach richten Sie Ihre Programmatik aus. Also erstens Gespenst, deswegen, weil die Hitlerei 1:1 übertragen wird, das ist einfach falsch. Da muss man ein bisschen genau hinschauen. Ich will mir ja gar nicht das Gedankenspiel leisten, was Hitler heute bei der heutigen Entwicklung der Demokratie zum Stand der Nation gesagt hätte, will ich gar nicht. Die zweite Abteilung Gespenst heißt, ja, die tauchen mit 500, 600 Mann, wenn es hochkommt, auf der Straße auf und werden zu einem Problem dadurch, dass die gesamte Aufmerksamkeit der demokratischen und linken Antifa sich auf sie konzentriert. Da kriegen sie ein Gewicht, was sie im Machtkonzert überhaupt nicht haben. Was sie im Machtkonzert übrigens auch deswegen nach hiesigen Verhältnissen auch gar nicht kriegen sollen. Das heißt, der Kampf gegen den Faschismus als eine Variante bürgerlicher Herrschaft erledigt sich von alleine, wenn man den Kampf gegen den real existierenden, demokratisch regierten Kapitalismus führt. Gründe genug gibt es dafür. Die muss ich nicht mehr aufzählen. Und als Schluss will ich darauf verweisen, dass die Demokratie selbst für den Fall, dass sie zu dem Urteil kommt, was die Faschisten immer
sachfremd, muss man sagen, über sie fällt, dass nämlich Deutschland dem Ruin entgegentreibt, Deutschland dem Untergang geweiht ist mit demokratischer Politik. Für den Fall, dass Demokraten selbst zu dem Urteil kommen, haben sie vorgebaut. Haben sie sich in ihre Verfassung selbst den Übergang zum Faschismus in Notlagen erlaubt. Das Notstandsgesetz, ich empfehle es allen, die es nicht kennen, ist der Faschismus für demokratisch festgestellte Notlagen. Dass sie da gar nicht mehr so wahnsinnig viel ändern müssen, sondern bloß den Privatmaterialismus an die Kandare nehmen müssen. Das habe ich in dem Vergleich zwischen Demokratie und Faschismus vorgeführt. Das war's. Kritik, 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 nicht nur Fragen. Eins, zwei. Ist ja wurscht. Also du warst Erster. Sie waren Erster. Ja, ich will jetzt eine neue Debatte, aber ich finde das sehr gut, gerade am heutigen Tag so eine Debatte zu führen. Ich habe heute Nachmittag gefragt, warum ist heute Schwarz-Rot-Gold geflaggt? Wusste kaum jemand. Ich habe mehrere Leute über Straße gefragt. Nämlich heute Verfassungstag. Gestern. 23. heute. Gestern. Achso, ja, pardon, dann war es gestern. Ja, mach ja, lange Rede, kurzer Sinn. Worüber kaum nachgedacht wird, es wird immer der Begriff. Nationalsozialismus wird immer verwendet. Das ist eine Lüge in sich, aber das wäre jetzt ein längeres Thema. Ich denke, diese Kriterien, die du hier aufgestellt hast, niemand ist diesen Dingen hat diese Dinge so verraten wie gerade die Nazis, wenn man da mal genauer hinter die Bühne guckt. Also ob das jetzt die KZs waren, mit ihren, diese ganze nationalistische Geschichte, hat niemand so verraten wie gerade die Nazis. Und das tun sie auch nach wie vor, ob das in Italien ist, ob das in Berlusconi ist. Da kann man wirklich, das ist eine Fundgrube in sich, wie sie jeden Tag ihre hehren Ziele selber ad absurdum führen. Nur es gibt kaum hier Leute, die das so gut durchschauen können. Ich glaube, dass, wenn das mehr Leute wissen, oder die Methode kennen würden, wie man dem hinter die Bühne guckt, hätten die also kaum noch Chancen, sich überhaupt irgendwo blicken zu lassen. Bin mal, ja, Entschuldigung. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Bitte. Genau, Lorenzo, die Jugend. Also ich bin jetzt so ein bisschen in der Mitte gekommen, deswegen weiß ich nicht, was könntest du zu mir, was du, ja, ja, oder sie, ja, was du am Anfang gesagt hast. Aber ich hatte so einen Eindruck, dass so Demokratie und Kapitalismus ein bisschen gleichgesetzt worden ist. Denkst du nicht, dass für mich ist Demokratie letztendlich so eine leere Hülle. Ne? Also muss man gucken, was man damit macht. Und Demokratie, ne? Also in Anführungsstrichen, was wir jetzt haben, ist weitgehend aufgehoben von den Machtverhältnissen. Ne? Und für mich hat die Demokratie doch eine Möglichkeit, auch den Kapital zu überwinden, Kapitalismus zu überwinden. Siehst du das nicht? Denkst du, ist Demokratie nur ein Mittel, um sozusagen, also eine politische Form des Kapitalismus? Also weil wenn das so wäre, also woran können wir uns klammern? Also wir haben, das ist eine ganz andere Frage. Überhaupt keine Vision, Ideal oder was auch immer, Emanzipationsideal. Also auch wenn du erst zur Hälfte gekommen bist, die Vergleicherei an den Beispielen, die ich in meinem letzten Drittel gemacht habe. Worin sind Demokratie und Faschismus identisch und worin unterscheiden sie sich? Da habe ich jeweils gezeigt, die Demokratie ist eine Staatsräson, ist ein politisches Programm und keine leere Hülle. Wer hat denn bitteschön all das durchgesetzt, was gegenwärtig die Leute stört? Wer hat es denn dazu gebracht, dass Deutschland ein Hartz-IV-Land geworden ist? Wer ist denn dafür verantwortlich, dass mit den Ausländern an den Grenzen von Deutschland, von Europa so umgegangen wird? Wer hat es denn dazu gebracht, dass Deutschland schon wieder Krieg führt? Das waren demokratisch gewählte Parteien. Und die sind jeweils wiedergewählt worden. Demokratie und Kapitalismus ist nicht dasselbe, natürlich. Das eine ist die Herrschaftsform und das andere ist die Ökonomie.
Die demokratische Beherrschaftung von Demokratie, von Kapitalismus, habe ich auch gesagt, heißt, den Kapitalismus in seiner Logik, in seiner Profitlogik freisetzen, den Privatmaterialismus von unten und oben freisetzen, aus keinem anderen Grunde als darüber Wirtschaftswachstum zu generieren, das der Staat für seine Wirtschaftspolitik braucht, für seine Wirtschaftspolitik, für seine Sozialpolitik, für seine Verteidigungspolitik und so weiter. Bitte von die Sache mit der leeren Hülle, diese Entschuldigung, wenn ich das so sage, alberne Sozialkundebuchweisheit, die den Leuten vorerzählt wird, damit sie meinen, sie hätten in der Demokratie ein großes Mittel, mal vergessen. Letzter Satz dazu. Warum hat, bitteschön, die Demokratie nach 1945 ein Programm aufgelegt, das hieß, wir müssen Lehren aus Weimar ziehen und die Demokratie wehrhaft gestalten? Was haben die Demokraten unter dem Programm wehrhafte Demokratie gemacht? Sie haben alle Parteien verboten, die ihnen nicht in den Kram passten. Kommunisten, die damaligen Faschisten und so weiter. Sie haben also gleich das faschistische Erbe, den Antikommunismus, mit übernommen, hat ihnen auch nicht gepasst. Sie haben ein Wahlrecht erlassen. Das heißt, ohne dass Parteien sich im Volk bewähren, über die 5% kommen, haben sie keine Chance. Die 5%-Klausel ist das Mittel, um Parteien, von denen man weiß, die müssen sich erstmal durcharbeiten, gleich jede Chance zu nehmen und so weiter und so fort. So hat Demokratie per Recht und Gesetz dafür gesorgt, dass nur ihre Staatsräson gilt. Also bitteschön, leere Hülle ist eine Sozialkundebuchweisheit, mit der der Bürger darauf verpflichtet werden soll, an der Einbildung festzuhalten, ach, das ist doch eigentlich mein Mittel, wir müssen bloß genug Leute haben. Nein, das stimmt nicht. Und jede Wahl, die es hier gibt, seitdem hier demokratische Wahlen stattfinden, belegt das. Die Menschen haben hierzulande immer nur eine Wahl zwischen Parteien, die sich dazu entschlossen haben, den Kapitalismus stark zu machen. Was anderes nicht? Das ist doch kein Zufall. Ja, gut, ne? Aber wenn ich so. Ja, bitteschön, dann ist es. Aber ich meine gut? Nur, nein, nicht die leere Hülle war jetzt, okay, vielleicht Buch ausgedruckt, ne? Aber die Demokratie hat natürlich auch einen Inhalt. Aber was ich. Den habe ich gerade gesagt. Na genau, hat auch einen Inhalt. Ja. Aber natürlich kann auch eine andere Partei in die Macht kommen, die sich auch gegen diese kapitalistischen Verhältnisse wehrt. Ich habe gerade eben gezeigt, dass die Demokratie selbst dafür gesorgt hat, dass das nicht passiert. Richtig. Deswegen ist ja die KPD ein statisches Bild. Es gibt doch auch Verhältnisse. In Bremen wurde das ja was anderes. Ja, ne, das Sache ist sehr schnell über die Kopf. Ja, gut, aber das ist dann nicht Demokratie. Das ist dann jetzt wird's ein Wort, ja, eine Wortfrage. Der Staat ist doch im Augenblick demokratisch bestimmt worden. Demokratisch gewählte Parteien machen Regierung. Ja, ich kann meine Frage anknüpfen. Entschuldigung, ich war da hinten, war hier was. Demokratie. Eins, zwei, hier ist Demokratie. Eins, zwei, drei, vier. Also, das verstehe ich nicht, was man eigentlich keine Angst davor haben sollte, dass Nazis jetzt auf einmal das System übernehmen. Bisschen lauter. Also, klar für mich, dass man jetzt eigentlich keine Angst davor haben muss, dass Nazis auf einmal das System übernehmen. Aber die Gefahr Nazis besteht ja eigentlich eher auch darin, dass man durch sie extrem behindert ist, politische Arbeit zu tun. Also, das ist man durch Staat auch, aber durch Nazis glaube ich nicht mehr, weil man da einfach auch körperlich direkt behindert ist. Also, wenn man durch den Staat Sneaker oder sowas, ist man auch was, dass man keinen Stress und Nazis bekommt. Dass man keinen was? Ich teile das Ding, warum man Nazis dann vielleicht eher kritisieren sollte als Demokraten, weil Nazis halt einfach eine komplett direkte Gefahr sind. Also, das sind vielleicht nicht viele, aber die sind trotzdem halt irgendwie in der Lage, hier eine Hilfe zu vermöbeln. Das meinen Sie ernst? Die Gefahr, die darin besteht, dass Nazis linke Läden einrammen, kaputt schlagen, dass Nazis auch mal Behinderte und Ausländer verprügeln, die ist real. Und das soll ein Grund sein, bitte schauen Sie doch mal nach, wie der demokratische Staat in seiner Sozialpolitik mit Behinderten,
mit Ausländern, mit Arbeitslosen umgehen, ist ihnen nicht klar, dass das, dass die Grenze um Europa nach Schengen täglich zig Tote ans Land spült. In den letzten 5 Jahren hat diese Sorte Ausländerpolitik 25.000 Tote. Ja, da kommt kein Faschist mit. Also bitte schön mal die Katze im Dorf lassen. Die Kirche im Dorf lassen. Dass man sich dagegen wehrt, dass einem die Bude nicht kaputt gemacht wird, ist eine Selbstverständlichkeit. Habe ich überhaupt nichts dagegen. Aber daraus ein politisches Programm zu machen, das heißt, deswegen ist der Faschist der Hauptgegner dieser Gesellschaft, ist falsch. Richtig. 1, 2, 3. Ich würde trotzdem da anschließen, was die beiden letzten gesagt haben, der Lorenzo und die Frau dort hinten, weil ich deine Erklärungen völlig unzureichend finde. Ich finde alles richtig, was du gesagt hast in Bezug auf die Kennzeichnung vom Kapitalismus mit dem Konkurrenzsystem und mit dem Lügen und der Ideologie und so weiter. Aber ich habe den ganzen Vortrag gehört und mir geht es aber trotzdem doppelt so wie Lorenzo, dass ich das auch sehr unbefriedigend finde mit diesem Begriff von Demokratie, den du hier benutzt, weil die Demokratie, manchmal sagst du, die ist so eingerichtet oder die machen das so und so, das ist doch nicht die Agentur der Bourgeoisie oder sowas, sondern wir haben doch historisch gewachsene Kräfteverhältnisse und alle die Dinge, die du jetzt gleich wieder nennst mit Hartz IV und Schengen und so, ist ja gar keine Frage, dass man dagegen kämpfen muss. Aber man muss doch keinen Gegensatz konstruieren zwischen antifaschistischen Aktivitäten und zwischen antikapitalistischen Aktivitäten. Wer das macht, da muss man wirklich diskutieren. Und es gibt den alten berühmten Spruch, wer vom Kapitalismus nicht reden will, der soll vom Faschismus schweigen. Ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, Bloch hat das gesagt, oder Bock hat er, ne? Aber ist egal. Also da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber dieses Bild von Demokratie, was du hast, das finde ich gefährlich, weil du natürlich in Frage stellst, dass das ein Mittel ist, wo Menschen sich drin bewegen, wo Gewerkschaften, wo Linke, wo Nichtregierungsorganisationen oder wer auch immer und historisch soziale Bewegungen darum gekämpft haben, jedes einzelne Gramm Demokratie. Und auch die Notstandsgesetze waren doch eine Auseinandersetzung, die haben wir verloren, wie viele andere Sachen, die wir verloren haben. Aber auch dein Beispiel mit der Schule. In anderen Ländern Europas gibt es eine Einheitsschule bis zur 10. Klasse. Deswegen ist trotzdem die Konkurrenz in der Gesellschaft nicht aufgehoben. Das heißt, wir müssen dieses demokratische Feld, was wir haben und wo wir bestimmte Sachen hingekriegt haben in den letzten 200 Jahren und wo wir bestimmte Sachen nicht hingekriegt haben, da muss man doch um jeden einzelnen Aspekt kämpfen. Nämlich zum Beispiel auf die Straße gehen zu können, ohne gleich von Faschisten bedroht zu werden. Und gegen den Staatsapparat mit all seinen Zumutungen genauso. Und das, finde ich, kann man nicht einfach so vermischen, dass man sagt, die Demokratie ist so eingerichtet und so angelegt, dass es einfach nur den Kapitalismus reproduziert, basta. Sondern wir müssen doch jede Bewegungsfreiheit ausnutzen und müssen dabei natürlich die antikapitalistische in Theorie und in Praxis Politik fortsetzen. Und das mit dem kleineren Übel, das hat mich ziemlich geärgert, weil du natürlich wirklich, auch wenn du, ja nicht wegen der SPD-Geschichte oder so, ich bin kein Sozialdemokrat, bin ich nie gewesen, kein Problem, aber die Frage ist doch in anderen Ländern auch, du musst doch eine Bündnispolitik machen gegen Ausbeutung und gegen Unterdrückung. Und von Südamerika angefangen über was jetzt in Nordafrika in einigen Ländern Gott sei Dank passiert und auch die Erfahrungen gerade in dem deutschen Faschismus zeigen doch, Linke müssen eine kluge Bündnispolitik machen. Und wenn sie keine kluge Bündnispolitik machen, dann landen sie zu Tausenden in Gefängnissen und werden gefoltert und verschleppt und so weiter, wie es historisch ja oft eine Erfahrung ist. Und das einfach so gegenüberzustellen, die Demokratie, die ist so und so eingerichtet und da haben wir nichts von, das finde ich eine absolut falsche Strategie. Ja, das ist eine Strategie, die dem, was du an Politik machst, nicht passt, nicht entspricht. Das ist das platte Gegenteil davon. Ich möchte mal ein bisschen was zu deiner Argumentation sagen. Also erstens stelle ich fest, meine Argumente gegen die Demokratie, das was demokratische Staatsräson ist, hast du fast akzeptiert, um sie dann doch wiederum beiseite zu werfen. Du hast gesagt, alles was ich gesagt hätte über die Resultate demokratischer Politik würde stimmen. Aber das sei kein Urteil über Demokratie.
Das, den Widerspruch verstehe ich. Das ist das Erste. Das Zweite ist... Es geht um Kapitalismus und Demokratie. Das ist genau unser Widerspruch. Ja, das ist doch aber... Wir leben doch im Kapitalismus und die Demokraten regieren den Kapitalismus und tun alles dafür. Jetzt in der Finanzkrise, was haben sie denn gemacht? Das Finanzkapital muss funktionieren als Voraussetzung für das Funktionieren des produktiven Kapitals. Haben sie doch gemacht. Haben sie doch gemacht. Als demokratischer Beschluss. So, und die sind jetzt auch schon wieder gewählt. Von Kräfteverhältnissen und nicht die Demokraten. Deine Hinweise taugen als Einwände nichts. Weder der Hinweis, das ist nicht die wahre Demokratie, und auch der Hinweis, es ist doch erkämpft worden, taugen beide nicht. Ja, wie ist es denn, wenn man feststellen muss, die Linken, die Gewerkschaften, die Sozialisten haben etwas erkämpft, was im Letzten nichts anderes ist als eine Form, wie der Kapitalismus sozialverträglich läuft, aber immer noch als Kapitalismus. Ich will es mal ein Beispiel machen. Gewerkschafter und sozialistische Parteien haben den Sozialstaat durchgesetzt. Was ist der Sozialstaat? Der Sozialstaat ist nichts anderes als die politische Entscheidung, die Opfer des Kapitalismus so zu behandeln, dass sie möglichst für den Kapitalismus nicht verloren gehen, sondern weiter tauglich sind. Das ist eine Parteinahme für den Kapitalismus. Das macht nichts gegen die Opfer des Kapitalismus, sondern sagt nur, das soll weiter funktional bleiben. Wir sind dafür verantwortlich, dass die Opfer des Kapitalismus den Kapitalismus nicht kaputt machen, sondern funktional bleiben. Also vielleicht ist es ja ganz anders, als du sagst, dass das Erkämpfte immer das Gute ist. Vielleicht haben die was ganz Falsches erkämpft. Das Letzte, was ich sagen wollte, das sage ich, die wahre Demokratie. Ja, da frage ich mal, was ist denn die wahre Demokratie? Volksherrschaft, sagst du mal. So. Volksherrschaft, das ist vielleicht was Lustiges. Da frage ich mich immer, über wen soll das Volk eigentlich herrschen? Über sich selber oder wie? Über die Produktionsmittel. Das ist was anderes. Volksherrschaft, aber erstmal über Produktionsmittel. Herrschen ist auch Quatsch. Herrschen ist eine Gewaltfrage. Herrschen ist eine Gewaltfrage. Also wer für Volksherrschaft ist, hat sich erstmal entschieden, wir brauchen eine Gewalt. Warum braucht man in einer Gesellschaft eine Gewalt? Weil es Gegensätze gibt. Also ist Demokratie als Volksherrschaft der Hinweis darauf, dass das Volk eine Herrschaft wählt, die Gegensätze in dieser Gesellschaft mit Gewalt aufrechterhält. Und genau so läuft es. Eigentlich, meine Frage ist es so ähnlich in gleiche Richtung. Du hast auch eine Staatsform oder den Demokratie als Staatsform beschrieben und als auch die Verständnis wie als Instrument des herrschenden Klasse ist, und mit diesem Instrument werden auch die Massen geformt, mit diesem Instrument werden die Massen gelockt, ne, durch Spielmittel werden gelockt und dadurch in das System des Kapitalismus integriert. Siehst du nicht, dass es diese Darstellungsform ein bisschen ahistorisch ist und die gesamte historische politische Auseinandersetzung ausblendet und auch auf ein Instrument reduziert? Dem kann ich sofort zustimmen, weil ich keine historische Analyse, sondern eine systematische gemacht habe. Richtig, ja, genau. Aber die historische Analyse würde, wenn man sie genau macht, meine Ergebnisse nochmal bestätigen. Richtig. Ich habe nicht gefragt, wie ist er geworden, sondern mich hat interessiert, was ist er denn jetzt? Richtig. Das ist doch ein Ergebnis von Kräften. Das gesamte Referat auf diese Definition aufgebaut. Du musst auch historisch machen, weil du hast dieses gesamte Referat auf diese Definition, dieses Verständnis aufgebaut. Und damit, natürlich, du kannst... Nein, ich habe keine Definition gesagt. Ich habe immer versucht, alles aus Beispielen abzuleiten. Aber die Definition ist zu verstehen. Man versteht, was für Definition dahinter steckt, welche Staatsdefinition dahinter steckt. Und deswegen, warum reduzierst du auf ein Instrument und die gesamte historische Auseinandersetzung? Weil es geht um natürlich klar, dass die Antifaschisten hier ja
gegen die Faschisten nur auch gegen den Kapitalismus kämpfen. Und das ist nicht eine neue Sache, sondern hängt auch mit der Geschichte zusammen. Ja, aber ich habe doch zum Beispiel gerade eben ihm gegenüber nur mal ein Stück Geschichte exemplarisch dafür genannt, dass leider die Geschichte der letzten 150 Jahre, die monarchistisch, demokratisch, also weimarmäßig faschistisch und dann wiederum demokratisch organisiert war, eine einzige Geschichte der Niederlage der sozialistischen und kommunistischen Kräfte war. Das ist die Geschichte. Und das habe ich nochmal an dem während den Anfängen wehrhafte Demokratie nach 1945, da haben sie gesagt, auf keinen Fall darf eine von diesen Kräften wieder groß werden. Also wenn du Geschichte haben willst, dann bitteschön, mach dir klar. Leider muss man sagen, das finde ich alles andere als gut, ich bedauere das zutiefst, gerade als Kommunist. Eine Niederlage, eine Geschichte von Niederlagen war das. Und der demokratisch regierte Kapitalismus nach 1945 hat sich leider weltweit durchgesetzt. Der hat eine Weltrevolution gemacht. Ja, schlimm. In Ordnung, das ist völlig klar und völlig normal, dass wir auch besiegt werden oder dass die Kommunisten eine Niederlage erleiden müssten. Ja, aber jetzt müsst ihr euch mal entscheiden. Kämpfen wir jetzt gegen diejenigen, die uns Niederlage beigebracht haben, oder sehen wir in denjenigen, die uns besiegt haben, ein Mittel, ausgerechnet in denjenigen, die uns die Niederlage beigebracht haben, ein Mittel zu sehen? Absurd. Warum nicht? Wenn sie uns Niederlagen beigebracht haben, sind sie unsere Feinde. Aber ist denn nach deiner Meinung in den letzten 150 Jahren keine Dinge erreicht worden von demokratischen Bewegungen oder von den Gewerkschaften? Ich muss sagen, von dem, was da erreicht worden ist, kann ich für mein vernünftiges Gesellschaftsprogramm nichts brauchen. Arbeiterschutzgesetze kann man nicht gebrauchen. Nein, kann ich nicht gebrauchen. Ich kann dir auch erklären, warum. Was sind Arbeiterschutzgesetze oder Arbeitsschutzgesetze, wie sie genauer heißen? Das sind Gesetze, die sagen, der Kapitalismus muss auf jedem Quadratmeter Fabrikgelände extra Schutzmaßnahmen errichten, weil sonst die Arbeit kapitalistisch eingerichtet den Menschen kaputt macht. Anstatt jetzt den richtigen Schluss zu ziehen, also müssen wir Produktionsverhältnisse haben, die diesen Angriff auf die Physis des Arbeiters nicht macht, sagen Sie, wir müssen Schutzgesetze machen und die Schutzgesetze dürfen auch nicht so sein, dass sie den Profit kaputt machen. Aber das schließt sich doch nicht aus. Wozu wir das brauchen. Also das brauchen wir, damit wir überhaupt uns diese schönen Gedanken machen können. Sonst wären wir alle in der Fabrik geknechtet. Nein. Also ich bin noch nicht wenn das Produkt dieser Verhältnisse. Ich habe nicht überhaupt keine Zeit und keine physische Kraft und keine mentale Kraft, um uns diese Gedanken zu machen. Na klar. Also da kann ich gleich nur sagen, die Gedanken, die hierzulande den Leuten in den Kopf geblasen werden, die sind absolut untauglich, sich auch nur einen vernünftigen Gedanken über diese Herrschaft zu machen. Ich will ja nicht böse werden, aber deine Einstiegsargumente mit Demokratie als leere Hülle, das ist genauso. Jetzt war da hinten, der Kollege da hinten, da war noch eine Wortmeldung. Ich wollte mal was sagen, weil du sagst immer, die Demokraten. Ne? Ja. Die Demokraten. Ja. Demokratie ist doch ein Mittel und dann letztendlich sind die Kräfteverhältnisse, das entscheiden. Demokratie ist ein Mittel für die Herrschaft. Ja. Ist nur ein Mittel, für die Herrschaft. Wie einfach Mehrheiten geschaffen werden. Ja. Oh, und dann hängt davon ab, wer die Mehrheit ist. So, jetzt überleg doch mal. Kann nicht sagen, das sind die Demokraten. Also, wir gehören auch zu den Demokraten. Das du auch, ob das willst oder nicht. Das ist doch, also so mit aufklärerischer Arbeit gehörst du zu den Demokraten. Da kannst du gar nichts gegen machen. Du sitzt in einem Gewerkschaftshaus. Ich gehöre nicht zu den Demokraten. Ich gehöre zu den Demokratiekritikern. Aber nochmal zu seinem Argument. Was steht denn eigentlich hier jeweils zur Wahl? Was steht zur Wahl? Ich sage mal, was nicht zur Wahl steht. Was nicht zur Wahl steht, ist die Sorte Ökonomie, die wir hier haben. Die steht nicht zur Wahl. Es steht nicht zur Wahl die Form der Gesellschaft als Nationalstaat. Es steht nicht zur Wahl die Art und Weise, wie hierzulande das Soziale geregelt ist. Es steht nicht zur Wahl und so weiter und so fort. Alles, was lebenswichtig ist in dieser Gesellschaft,
steht nicht zur Wahl. Was zur Wahl steht, sind Figuren von Parteien, denen darf der Mensch seine Stimme geben. Wehe, das wirst du wissen, wehe, er schreibt auf so einen Wahlzettel rauf, was er gerne hätte, was sein Interesse ist, dann ist das ungültig. Der beste Beweis dafür, dass es in der demokratischen Wahl auf nichts anderes ankommt, dass die Stimmen zusammengezählt von lauter einzelnen Menschen, die das, was sie in dieser Gesellschaft wollen, als Kreuz äußern. Hast du wirklich nicht mehr in dieser Gesellschaft zu vermitteln, als Kreuze zu machen? Ja. Ist das dein einziger Wunsch, ein Kreuz zu machen? Und die Kreuze werden dann zusammengezählt und dann werden die zusammengezählten Kreuze werden dann oben zu Koalitionen zusammengetan und dann machen die wieder den Kapitalismus weiter, wie es bei uns passiert. Das ist Demokratie. Wie sollte das dann laufen? Wie ich Nationalstaat? Wir reden nicht, wie es laufen soll. Und dann machen die Kreuze und dann setzen wir um. Wir sind mit der Kritik noch gar nicht fertig. Ja, vielleicht mal, das geht uns manchmal ein bisschen unter, ich bin ziemlich sicher, dass wir das jetzt am 4. Juni hier in Braunschweig merken werden, dass ich hoffe, dass unsere meine Kollegen auch da sein werden, was sonst eigentlich bei solchen Sachen kaum der Fall ist, leider. Worauf ich hinaus will, ist eigentlich, dass aus bürgerlichen Kreisen man manchmal Dinge, also die Kritik an Faschismus äußern, wo man gar nicht mit rechnet. Ich sage das mal so ein bisschen polemisch. Ich glaube schon, dass manchmal in bürgerlichen Kreisen die Kritik an Faschisten viel größer ist als aus Arbeiterkreisen. Vielleicht ist es auch ein Wunschgedanke, auf die man manchmal so ein bisschen, man vergisst das so ein bisschen. Die haben weitaus mehr Kritik an der Verlogenheit des Kapitals. Da ist was dran, dem kann ich in einer Hinsicht zustimmen. Ich würde es aber andersrum formulieren. Ja. Wenn man weiß, die Gewerkschaft muss seit ca. 25 Jahren regelmäßig ein und dieselbe Kampagne wieder auflegen lassen. Die heißt, mach meinen Kumpel nicht an. Die muss innerhalb der Arbeiterschaft, die sie organisieren will, dafür sorgen, dass die Auseinandersetzung, dass die Ausländerfeindlichkeit zurückgeht. Und dies ist leider fürchterlich, weil das ist ein Zeichen dafür, dass große Teile von Arbeitern, das ist ja auch durch Statistiken, deren Freund ich nicht bin, aber es ist nun mal belegt worden, dass große Teile dieser Sorte Ausländerfeindlichkeit in der Arbeiterklasse grassiert, mit dem falschen Argument, die würden uns die Arbeitsplätze wegnehmen. So ein Unfug. Arbeitsplätze klaut immer nur einer. Das hat mal jemand gesagt, in der Gewerkschaft, wir haben ca. 30% mit einem rechten Weltbild. Ja, so ich meine, bestimmt. Leider. Ja. Eben. Ich wollte noch einen Satz zu dir sagen. Auf die Straße gehen, seine Meinung demonstrativ zur Geltung bringen, ohne von Faschisten bedroht zu werden. Da habe ich ein ganz anderes Problem. Ich habe in meiner politischen Biografie immer nur die Erfahrung gemacht, die Parolen, mit denen ich auf die Straße gegangen bin, da musste ich mich nicht vor Faschisten fürchten, da musste ich mich vor der demokratischen Staatsgewalt fürchten. Ja. Habe ich überhaupt keinen Widerspruch. Ich habe überhaupt keinen Widerspruch zu diesen Punkten. Ich habe einen Widerspruch dazu, dass du meiner Ansicht nach die Rolle der antifaschistischen Arbeit und die Betrachtung dieser Auseinandersetzung, Kräfteverhältnisse um demokratische Freiheiten und die erkämpft worden sind oder auch bestimmte Gesetze bei all deiner desaströsen Bilanz, ja zu Recht, wenn man jetzt sagt, ein anderes Gesellschaftssystem wollen wir. Das finde ich alles korrekt und darum finde ich da falsch, dass du diesen Gegensatz so scharf konstruierst, dass du sagst, das ist alles völlig unwichtig, das muss man nicht machen, Hauptsache Antikapitalismus, Hauptsache Revolution und alles andere regelt sich dann. Und dieses Bild von Demokratie und die Demokraten, das finde ich sowas von statisch und ahistorisch. Damit kann man nicht leben. Damit entwickelt man keine Bündnispolitik und damit entwickelt man keine geeigneten Forderungen und so weiter. Wir müssen doch als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter und als Antifaschistinnen und Antifaschisten überlegen, wie bewegt man sich zum Beispiel jetzt in dieser Stadt in Braunschweig angesichts der Situation? Was machst du für eine Kampagne in den Gewerkschaften, auch mit all diesen angesprochenen Problemen? Wie kommt man mal wieder in die Offensive? Wie kann man mal einen Punkt setzen, wo das Kapital mal wieder gebremst wird, dass man die Kräfteverhältnisse anders entwickelt? Was sagst du zum Beispiel zu Entwicklungen wie in Südamerika, wo es über Wahlen ja gelungen ist, nicht den Sozialismus einzuführen, aber wo es über Wahlen gelungen ist, Kräfteverhältnisse zu verbessern,
damit im Sinne von arbeitenden Menschen Fortschritte erreicht werden. Und das sind alles Dinge, die ich in deiner Sichtweise von Demokratie als weggewischt sehe. Und das finde ich schade einfach. Also. Und nicht den Gegensatz, dass man nichts gegen das Kapital machen müsste, um Gottes Willen. Und ich habe auch Erfahrungen mit Staatsgewalt mehr gemacht als mit Faschisten leider. Da müssen wir uns auch nicht streiten. Gut. Kapitalbremsen? Ja. Immer. Gut, die Frage ist nur, wie und das, was ich der Antifa vorwerfe. Deswegen sage ich, halte das, was sie macht, nicht für unzureichend, sondern für falsch. Deswegen falsch, weil sie damit dem bürgerlichen Antifaschismus arbeitsteilig zur Hilfe reicht, zur Hilfe gerät. Das macht sie. Erinnert euch mal daran. Als Schröder noch in der Regierung war, zweite Amtszeit, hat er eine Kampagne gegen den Rechtsextremismus losgetreten. Diese Kampagne hat die Antifa in schwere seelische Nöte gestürzt. Die haben gesagt, wie kann denn das sein? Auf einmal machen die das, was doch unsere Sache ist. Wie kann denn das sein? Und dann gab es alle möglichen Traktate und eine fürchterliche Debatte darüber, das ist vielleicht kein richtiger Antifaschismus und wir sind, oder die andere war Position, sagt, können wir doch froh sein, dass die herrschende Politik sich jetzt unserer Position angeschlossen hat und so weiter und so fort. Also was ich damit sagen wollte ist, das ist der Sache nach, unabhängig von den Bekenntnissen, der Sache nach nichts anderes als Verteidigung des existierenden Verhältnisses. Wer mir mit seinen antikapitalistischen Bekenntnissen als Antifa-Mensch, nicht als Gewerkschafter, der ist ja, glaube ich, Gewerkschafter, weiß ich nicht genau, ankommt, dem sage ich, ja, bitteschön, was denn nochmal? Der Horkheimer mit seinem Spruch, wer vom Kapitalismus nicht reden will, soll vom Faschismus schweigen, hat nämlich nur in einer Hälfte recht gehabt. Den Spruch kann ich nicht ganz verteidigen. In der einen Hälfte hat er recht gehabt, wo er gesagt hat, es gibt einen Zusammenhang zwischen dem politisch regierten Kapitalismus und der Entstehung von Faschismus. Das ist richtig. Da habe ich heute einiges zu gesagt. Worin er falsch liegt, der Horkheimer mit seinem Satz, ist, dass er meint, deswegen müssen wir ordentlich was gegen den Kapitalismus tun, um den Faschismus klein zu halten. Ja, was ist denn eigentlich unsere Feindschaft? Haben wir nichts gegen das Kapital? Der einzige Einwand, den wir gegen den Kapitalismus haben, dass er Faschismus hervorbringt? Was ist denn der ganze Kampf der Arbeiterbewegung gegen den Kapitalismus, bevor es den Faschismus gab? Die haben doch genug Gründe gehabt, für sich gegen den Kapitalismus zu machen. Ihn abzuschaffen wegen des Faschismus, ist alles auf den Kopf gestellt. Ist falsch. Das ist nicht schlecht. Sehr gut. Ja. Ich will mal was festhalten. Die Debatte hat eine für mich klassische Verlaufsform. Gerade weil das Publikum sehr, sehr gemischt ist, also Gewerkschafter dabei, Linke, Antifas und so weiter. Es läuft immer auf die Frage Demokratie raus. Was ist denn hier dein Vortrag? Nein, ich habe. Ja, natürlich. Ja, klar. Weil ich nein, du hast es doch so entwickelt. Ja. Aber es ist natürlich was anderes, ob ich jetzt den Vergleich mache, die beiden als Herrschaftsform, oder ob ich nochmal extra was sage über demokratische Staatsform, kann man noch was extra machen. Aber es ist immer dieselbe Geschichte. Und ich weiß nicht, ob wir da an der Stelle weiterkommen. Auf jeden Fall ist das der Knackpunkt. Irgendwie laufen auch eure Auffassungen, ich weiß nicht, ob ich mich da täusche, immer noch so ein bisschen auf das raus, womit er eingestiegen ist. Ist die Demokratie nicht doch irgendwie ein Mittel? Und da sage ich, eine Herrschaftsform kann für Gegner von Herrschaft nie ein Mittel sein, weil immer nur Gegenstand des Kampfes. Egal, ob es die wahre oder die unwahre Demokratie ist. Machen wir für heute Schluss. Ich bin gern. Doch, wenn ich noch einen Satz sagen darf, wir machen das bei mir weiter dann vielleicht, aber wenn du das mit der Demokratie in deinem Begriff auf Herrschaftsform reduzierst, ich glaube, das ist unser Widerspruch. Nein, weil natürlich ist die Demokratie, der Kühnel hat mal ein Buch geschrieben, Faschismus und bürgerliche Demokratie, zwei Formen bürgerlicher Herrschaft, hieß es, glaube ich, mal. Und das ist natürlich die eine Sache, aber was der Lorenzo vorhin, glaube ich, auch meinte und was ich auch versucht habe zu sagen, ist, wir haben doch dieses Feld von demokratischen Rechten
und von demokratischen Möglichkeiten und von demokratischen Verfassungen in unserem Sinne, also das, was wir als Recht haben wollen und überhaupt uns bewegen zu können als Linke und Gewerkschafterinnen und, das haben wir doch historisch erkämpft. Das ist doch nicht vom Himmel gefallen. Das haben nicht die Kapitalisten 1840 eingerichtet oder so als System, sondern es ist ein Ausdruck von Klassenkämpfen und von historischer Entwicklung. Und darum werde ich immer ein bisschen unruhig, wenn man das so schwuppdiwupp in einen Eintopf packt und wegstellt. Ja, und dann sagt, wie manche türkischen Genossen, Tekio und Debrim, der einzige Weg ist Revolution, basta. Nein, und das finde ich ein bisschen schlicht. Nein, von Revolution habe ich gar nicht geredet. Du hast es nicht gesagt, aber du hast es gedacht. Es wäre, warte mal, ich muss mal dazu was sagen. Es wäre jetzt ein extra Punkt, sich über die Freiheiten hierzulande zu unterhalten. Ich habe eine Variante der Freiheit, habe ich kritisiert, und zwar das Prinzip der Freiheit, den Artikel 2 des Grundgesetzes, aus dem die Sache mit jeder ist seines Glückes Schmied abgeleitet ist. Das habe ich kritisiert. Also müssten wir uns darüber mal verständigen. Ich habe auch einiges gesagt über Wahlfreiheit und Meinungsfreiheit. Ich habe ich auch eingebaut, dass das eine demokratische Errungenschaft ist, Kritik, die sie selbst produziert, sozusagen demokratieförmig zu verarbeiten. Aber das müsste man jetzt an dem, was Meinungsfreiheit... Aber das ist die Sicht der Herrschenden. Wir benutzen das doch anders mit der Versammlungs- und Meinungsfreiheit. Jetzt würde ich mich aber auch nicht auf die Meinungsfreiheit berufen, weil die ist für was anderes da. Und das Argument erkämpft... ist ein Ausdruck. Nein, erkämpft. Vielleicht ist es ja so, dass das, was da erkämpft worden ist, selbst das Zeichen einer historischen Kampfniederlage ist, die die Gewerkschaft bis heute nicht begreifen will. Wenn sie Streikrecht erkämpft hat, wenn sie Konstitutionsrecht erkämpft hat, wenn sie alle möglichen Schutzrechte erkämpft hat, wenn die Sozialisten Wahlrecht erkämpft haben, vielleicht taugt das ja alles gar nicht. Das Argument erkämpft ist für sich kein Argument. Da muss ich schon das prüfen, was da rausgekommen ist, was das Resultat des Kampfes ist. Denkt bitte schön daran, die Faschisten haben immer von den historischen Kampferfolgen ihres nationalen Sozialismus geredet. Da wirst du ja auch nicht sagen, oh, das war erkämpft, das ist hervorragend. Da wirst du auch sagen, was da erkämpft worden ist, ist Mist. Also lass das Argument erkämpft bitte mal weg. Wir müssen prüfen, ob das, was taugt, was erkämpft worden ist. Und da müssten wir uns vielleicht nochmal jetzt genauer, das schaffen wir jetzt hier nicht über Meinungsfreiheit, Demonstrationsfreiheit, Streikfreiheit, Wahlfreiheit und so weiter unterhalten. Das Prinzip habe ich erklärt und dagegen ist noch nichts gesagt worden. Ich habe gesagt, Freiheit ist die... Entschuldigung. Ich glaube, da war noch eine Frage, wenn wir das hier untergehen. Genau. Ich habe das nicht... Ich habe sie nicht gesehen. Wo war? War es bei euch angewiesen? Oder habe ich mich da mal verguckt? Wir melden uns schon, danke. Ja, das ist ein schönes Argument. Ja, gemerkt, wir haben gemerkt, dann nehme ich das zurück und... Wenn diese verdammten Nazis doch immer so wie Ausländer sind. Ja. Ich hätte nur ein wunderbares, provokatives Argument. Wir sollten den bösen Ausländern zeigen, wir brauchen euch, um die Verbrechen der Nazis in eurem Heimatland besser durchschauen zu können. Ja. Das machen sie leider, es passiert schon sehr oft, dass türkische Kabarettisten sehr genau zeigen, oder ich habe eine ganze Reihe von schwarzen Freunden, die sagen, die haben das hier erst erkannt, die sagen, hier kannst du am besten sehen, in der Bundesrepublik, wieso diese Schweinerei in Kenia oder in Togo, wo du zu Hause bist, wieso das eigentlich so läuft. Ich würde deinem Argument nur zur Hälfte recht geben, weil man aufpassen muss. Ja. Die Ausländer, da gibt es eben nicht nur die kritischen türkischen Kabarettisten, sondern es gibt auch die grauen Wölfe. Wohl wahr. Es gibt bei den Schwarzafrikanern, die hier sind, gibt es welche, die sind für Befreiungskämpfe dort. Und welche die Adolf gut finden. Das kommt, ist die Kategorie Ausländer, die streicht sich durch, kommt doch mal, was der Mensch im Kopf hat. Ja.